Da. Guck mal, guck mal, guck mal. Kannst du sehen? Da. Da. Da, da. Ja, und da kommt's runter. Ich glaub's nicht. Da. Da ist Oh, er. was ist denn das? Vielleicht Ein hätten wir besser nicht Vogelscheuch. hochgeguckt. Was ist das? Süß, ein Forschungsstrom. Ein Forschungsstrom? Ach, komm. 2022? Verrückt. Sollte Sie nicht die sind Welt zurück. eigentlich 2012 schon untergehen? Ja, wir sind 10 Jahre zu spät dran. Ach so. Und wir sind seit September tot, oder? Ach ja, verdammt. Hallo. Aber wenn man dreimal geimpft ist, ist das dann nicht wiederum das Gegenteil von tot? Weil ich dachte, im September sollten nur die doppelt Geimpften tot sein. Ach so, Minus mal Minus ist Plus Ja. quasi. Ah. Herzlich Ah, willkommen im genau. Forschungsstrom. Moin, Hi. moin, schön euch zu sehen. Hallo Claudia, hallo Lambert, hallo Ja, Chat. hi, hallo Chen. So, wer hat die Referenz erkannt? Was haben wir euch da reenacted? Es gibt schon einen Vorschlag hier. Ein JWST. So, jetzt erstmal natürlich die $2000-Frage. Was ist ein JWST? Ah, jemand hat es erraten. Aber JWST ist auch schön. Ja, gut. Hoffentlich nicht, dass er runterfällt, oder? Das wäre nicht gut. Das James Webb Space Telescope. Das wäre Genau, nicht das ist nett. nicht. Also wenn das jetzt nett. Aber genau. Aber hier. Ja. Habt ihr das schon gesehen? Genau. Don't Den, look habt ihr up. den Film geguckt? Don't Look Up, auf, darf man das sagen? Netflix. Woanders gibt es ihn nicht, ne? Nee, das ist eine Netflix-Produktion, glaube ich Ja. auch. Ja. Genau, wer hat ihn schon gesehen? Ja. Ja, war so ein bisschen Muss, oder? Ich hatte ihn noch nicht Weihnachten gesehen, aber vorgestern war es dann soweit. War ich doch zu neugierig. Ja. Ja. Ich habe ihn gestern Abend gesehen und wünsche starke Nerven. Also wir wollen ja nicht spoilern, aber ich wünsche starke Nerven und am Ende war es mir doch ein wenig zum Weinen zumute. Du möchtest jetzt wahrscheinlich nicht spoilern, weswegen dir zum Weinen zumute war, Nö, oder? Nee, nö. okay, gut. Man kann es mal auf einem ganz abstrakten Level lassen. Es ist eine Parabel zu aktuellem Zeitgeschehen, dicht dran an Forschungsstrom, Lieblingsthemen wie Wissenschaftskommunikation. Ja, sehr nah dran. Also ich meine, aber also worum es in dem Film geht, das darf man ja sagen, oder? Weiß ich nicht. Darf man das Ne? auch nicht sagen? Ach so, weil das Doch, eh was schon denn? so raus ist durch Trailer und so oder Ja. Rezensionen und so. Ja. Also Weiß ich eigentlich nicht. geht es um Wissenschaftsleugnung. Und was da so alles passieren kann, das kann man in diesem Film sehen. Aber der Chat scheint ihn mehrheitlich auch noch nicht gesehen zu haben. Zumindest die Leute, die sich jetzt geäußert haben, sagen eher, nein, haben sie noch nicht gesehen. Ah, okay. Ja, dann Oh, lege Mr. ich mich Capture in hat die einen Referenzliste. exzellenten Spoiler. Ich könnte ihr den vielleicht kurz Na, einblenden. nein, den blenden wir natürlich nicht Nee? ein. Okay. Sonst, wir spoilern doch nicht. Aber es ist doch das ist total Meta, der Spoiler. Okay, aber vielleicht auch nicht, ja. Nix da, der Das ist stimmt, jetzt das zensiert stimmt. hier. Ja, genau. Auszensiert, wird nicht im Darf Strom nur der Chat gezeigt. Da müsst ihr lesen, schon. aber wird nicht ins Video gepackt. Müsst ihr schon auf Twitch Ihr mitchatten. seid ja hart irgendwie. Zensur. Nun, ja, Nein. aber ich möchte vielleicht doch an zwei Minispoiler machen. Zwei Minispoiler, die überhaupt nichts mit der Handlung zu tun haben. Ja, mach, hau raus. Also, das wird euch nicht, also ich weiß nicht, ob es euch zwei aufgefallen ist oder ob es irgendjemandem aufgefallen wäre, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, aber man sieht in dem Film auch mal Twitch und Twitch-Streamer, die sprechen über das Thema und man sieht dann auch den Follow-Button Ja. und das Twitch-Layout und das Design. Und einer der, ich würde mal sagen, nicht Haupt-, aber Zweitcharaktere, also der die ganze Zeit eigentlich doch dabei ist, aber jetzt nicht die größte Rolle hat, der stellt sich an einer Stelle vor mit den Worten: I'm Fire Puma 142 on Twitch. Ja. Und da musste ich so ein bisschen lachen und ich dachte mir so, ob es den wohl gibt. Und Ich hast du habe aber noch nicht nachgeguckt? nach, ich hab noch nicht nachgesehen. Könnte mal jemand gucken, ob es Fire Puma 142 auf Twitch gibt? Lieber Chat, bitte einmal kurz hier aktiv Ja. werden. Apropos kleine Überleitung, das ist eine hervorragende Beobachtung, Claudia. Aber apropos, wer ist Fire Puma 142 oder gibt es ihn überhaupt? Wer seid ihr eigentlich? Vielleicht möchtet ihr einer neueren, jüngeren Forschungsstromtradition folgend
euch nacheinander einmal kurz vorstellen. Fangen wir an bei Claudia. Hallo Claudia, wer bist du eigentlich? Was machst du? Wer bin ich und was mache ich? Oh, das ist eine philosophische Frage, Lambert. Ich bin Claudia und ich bin demnächst verbeamtet auf Lebenszeit. Oh, mein Beileid. Das machst du den ganzen Tag. Wir sind die Borg, sie werden verbeamtet werden. Nein, genau, mein Name ist Claudia, ich bin hier die Fachfrau für Meteorologie und Wissenschaftskommunikation, Professorin an der TH Köln und twitche mich durchs Leben, aber kommuniziere mich auch durchs Leben, mache so Dinge wie verrückte Podcasts über das Klima, wo wir wieder beim Don't Look Up wären und ja, das mache ich, das tue ich. Wie ist dein Name auf Twitch? Auf Twitch Fuzzy Leapfrog. So wie überall, genau. You can always find me as Fuzzy Leapfrog. Keine Zahl hinten dran. Ist vielleicht ein bisschen out of character in dem Fall, ne? Fuzzy Leapfrog 983 wäre vielleicht noch gut. Alles klar, danke. Und wer bist du denn, Henning? Und was machst du denn so? Ich bin Henning Krauser aus Berlin und ich bin beruflich auch in der Wissenschaftskommunikation unterwegs, aber hier beim Forschungsstrom ganz privat unterwegs, weil ich auch Privatwissenschaftsfanboy bin. Ansonsten bin ich noch Grundgesetz-Fanboy und Geradeausdenker und Fahrradfahrer. Und mein Name auf Twitch ist ebenfalls total langweilig, Henning Krause einfach. Lambert, wie heißt du denn auf Twitch? Ich heiße Biblionik auf Twitch, Lambert im bürgerlichen Leben und Lambo auf Twitter. Da bin ich auch aktiv. Und ich bin in Hannover und arbeite an der TIB und mache Open Science Lab. Wir machen so ein bisschen Wissenschaftskommunikation auch, aber sonst auch Open Science Sachen und so. Und die Tipp ist eine Bibliothek, genau. Ja, schön, dann haben wir uns alle mal vorgestellt. Das ist immer wieder doch gut, weil nachher guckt das Video mal jemand und ist total verwundert, was das jetzt da war. Ja. Wer wir sind und was wir tun. Warum reden wir hier eigentlich? Der Chat hat jedenfalls hier gesucht im Twitch und sagt hier der Firepuma 142. Der wird vorgeschlagen in der Autovervollständigung. Ja, genau. Ja, aber es gibt ihn nicht. Ich habe es jetzt gerade nebenbei auch mal eingeklickt. Also, Aaron, ist das denn, also genau das, ich hatte Firepuma gesehen, aber mit 2a und einen mit einer 1 statt dem i. Also, it's close. Ich sag mal so, nach dem Film wäre es eigentlich verwunderlich, wenn es den Benutzernamen nicht gäbe, oder? Weil, also, naja. Ja, das stimmt eigentlich, das stimmt. Ja. Ich hatte auch irgendwo ein kurzes, ich weiß nicht, ob das Instagram oder TikTok war, ein kurzes Video gesehen, wo jemand eine Telefonnummer, die dort groß eingeblendet wird im Film, anruft. Und das ist angeblich so eine Hotline, wo man Dienstleistungen von Frauen erwerben kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Nummer habe ich dann nicht angerufen. Da war mir dann, weil man muss ja dann nach Amerika telefonieren, war mir ein bisschen teuer. No. Ansonsten ist der Chat gerade wieder sehr köstlich. Vielen Dank. Also alle, die das nachträglich auf Video sehen, guckt euch bitte auch den Chat an. Ich glaube, der wird doch mit aufgezeichnet, oder? Oder machen wir das nicht? Nee, also in Twitch kann man sich auch einen Monat angucken. Ansonsten müssen wir so ein paar Sachen mit hervorheben. Ja, sehr gut. Ja. Weil da sind so ein paar goldene Sachen, ne? Es wurden diverse Vorschläge jetzt schon gesammelt, wie sich Fuzzy Leapfrog nennen müsste, wenn sie eine Zahl anfügen müsste an ihren Namen. Das fand ich sehr komisch. Ja, und sehr gut. 1337, natürlich, JP. Ja. Ein bisschen Leadspeak. 1, 2, 3. Tobi. Number of the Beast. Ja, ne? Naja. Ja, komm, dann lass doch über Fuzzy Leapfrog 333, so Half-Devil. Das gibt es? Oder Fuzzy Leapfrog 333 bei Dürenkeilerei. Ja, natürlich. Für die ganz alteingesessenen hier. Sehr gut. Oder, warte, wie war noch die Wolf 359 bei Star Trek? Okay.
Ihr seht schon, wir haben unseren Spaß. Dafür haben wir ja euch, das Publikum. Ja, sehr gut. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch Sachen für euch mitgebracht. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht eindirektional, die Kommunikation hier. Also wir haben auch was für euch. Ja. Wir haben Themen mitgebracht und wollen mit euch über Wissenschaft reden. Schönen guten Tag, wir sind gekommen, um mit Ihnen über Wissenschaft zu sprechen. Wir klingeln immer bei euch, immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Und dann gucken wir, ob ihr mit uns über Wissenschaft reden wollt. Genau. Ja. Glaubt ihr denn an Wissenschaft? Und diesmal sind wir ganz autoritär gehört. Ich habe gehört, wir lassen gar nicht über die Reihenfolge abstimmen hier. Nee. Wir sind heute mal das Gegenteil von sonst immer. Wir sind total autoritär und geben die Reihenfolge vor. Ihr müsst da jetzt einfach mit leben. So. Ich meine, ihr könnt auch eine Meinung dazu haben, aber sie interessiert uns halt nicht. Also wir nehmen das dann zur Kenntnis. Ja, das ist zu gemein. Das kommt jetzt blöd rüber. Ja, wir übertreiben nur ein bisschen. Also wir hätten da einen Vorschlag und fangen einfach an. Genau. Weil der Titel war ja, wie hatten wir es bei Twitter genannt? Meta-Info-Bots oder so? Meta-Information-Bots. Meta-Information-Bots. Genau. Okay, dann fangen wir an. Und ich habe das Meta. Und ich habe zunächst mal ein Quiz für euch. Und zwar, also wenn mir vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, Lambert, du machst jetzt bei Forschungsstrom mit und das wird dazu führen, dass du später mal Online-Video-Quizzes machst mit Leuten, hätte ich auch den Kopf geschüttelt. Aber es ist nun mal so gekommen. Egal, gut, ich habe einen kleinen Quiz für euch. Ihr müsst mal erraten Folgendes. Aber Lambert, ja. Claudia und ich oder wer? Nein. Ihr seid, das sind die Teilnahmebedingungen. Henning und Claudia sind ausgeschlossen von diesem Quiz. Ihr haltet euren Mund. Oh. Warte, ich mache nicht zu viel. So, ihr sagt so. Ihr wisst zu viel und daher. Okay, warte, wir machen das jetzt mal ganz autoritär wahr. Ha! Ich habe die Audio-Hoheit. Die Situation müsste ich mir zunutze machen. Ich müsste erstmal dreckige Witze über Henning und Claudia reißen. Sie können sich nicht wehren. Nein, okay. Also, ihr dürft euch auch wieder laut schalten. Ihr müsst nur euch halten und das Zauberlösungswort nicht nennen. Das ist völlig okay. Na gut. Also, 3 Dinge, liebe Zuhörerinnen und ZuschauerInnen. Wenn man Gewebe unter einem Mikroskop betrachtet, sieht man ja, das sind Zellen. Baut sich Zellen auf, richtig? Mhm. Und es gibt in der Physik, gab es irgendwann mal so eine Einsicht, so eine Erkenntnis, dass das Licht eine Wellenform hat. Kennen wir auch, oder? Oder Teilchen sogar generell, na, bestimmte Teilchen oder Welle oder so, ne? Da muss man immer entscheiden, ja genau. Und more recently gab es viel Reden und auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Oh ja, wir haben sogar eine Welle im Logo, stimmt. Der Hinweis, ja, und Teilchen. Nein, aber halt mal ganz kurz fest, ja, Wellenform, ja. Und more recently gab es in der Wissenschaft ja eine Menge um die Treibhausgase, richtig? Treibhausgase ist ein Haushaltswort geworden. Der Treibhauseffekt, ja, es leitet sich ab vom Treibhauseffekt, der in der Atmosphäre entsteht und so einiges mit dem Planeten und dem Leben auf dem Planeten zu machen droht. Ja, und jetzt ist meine Frage an euch, also rekapitulieren wir nochmal kurz. Wir haben also die Zelle, aus der sich das Gewebe zusammensetzt. Wir haben die Welle, die wir beim Licht haben. Und wir haben Treibhauseffekt. Was würdet ihr denn sagen, ist eine Gemeinsamkeit bei diesen 3 Begriffen? Bitte, Antwort. Es gibt erste Vorschläge im Chat hier. Aha, süße Teilchendualismus ist die falsche Antwort, aber es ist eine lustige Antwort. Pudding-Donau-Dualismus. 42 davon, ja, das sind alles annäherungsweise, aber es ist nicht das, was ich suche, nein. Also was haben Zelle, Welle und Treibhauseffekt miteinander zu tun? Ja.
Zelle und Welle reimt sich schon mal. Ja, finde ich auch. Chuck Norris. Das ist eine valide Antwort. Was? Ich, nee, Moment, ich habe es nicht entdeckt. Was meinst du? Chuck Norris. Toll, okay. Ja, wahrscheinlich haben die noch ganz viele Gemeinsamkeiten, die ich alle nicht entdeckt habe, aber ich, ich meine was. Eine ganz bestimmte Gemeinsamkeit. Doppelkonsonant. Zelle, Welle, Delle. Toll. Klasse. Hm? Ihr seid die Besten. Jetzt hier, das wird mindestens ein Das wird sein, oder? Geht es in Richtung Wasserstoff? Oh Mann, jetzt kommen die Brains hier. Ich habe Angst vor euch. Wahrscheinlich entdeckt ihr da Zusammenhänge, die ich... nein, das ist aber nicht das, was ich meine. Gut. Ich denke, ich löse auf, oder? Nee. Warte mal, ein bisschen Tipps geben oder ein bisschen Zeit geben. Gib mal einen Tipp, genau, gib mal einen Tipp. Dürfen wir auch mitraten? Ich gebe einen ersten Tipp. Nee, dürft ihr nicht. Gut. Ich gebe einen ersten Tipp. Es geht um, denk mal drüber nach, über die sprachliche Ebene. Wir haben mal wieder das Lieblingsthema Wissenschaftskommunikation, so ein bisschen im Hintergrund. Denk mal darüber nach, was das sprachlich ist. Ha! Barry Jive. Mein Mann. Sehr gut. Das ist natürlich der anwesende Bibliothekar, der das Spielchen macht. Ja. Es werden jeweils Bilder bemüht, sagt er. Ist richtig. Ist richtig. Also aber Aaron hat auch nicht Unrecht, oder? Was denn? Alles nur. Ja. Sprachlich gesehen. Ja, ja. Das stimmt. Auch sprachlich gesehen sind es alles nur. Das ist korrekt. Aber du wolltest eher hierauf hinaus. Genau. Okay. Es gibt zum Beispiel aus, als dieser Hutsch, heißt er, glaube ich, der im 17. Jahrhundert unter dem Mikroskop das erste Mal Zellen beobachtet hat, hat er den Namen gegeben und hat dazu gesagt, ja, das erinnert mich an so Zellen in so einem Kloster, also an die Gebäude oder so. Bei Wellenform ist es vielleicht ein bisschen offensichtlicher, bei Treibhaus ist es ganz offensichtlich, es ist Metaphorik im Spiel, wenn wir es mal sprachwissenschaftlich korrekt ausdrücken. Also es werden Bilder verwendet, es wird eine sprachliche Geschichte, die es schon gibt, mit der man gut vertraut ist, aus einem ganz anderen Kontext genommen, um eine Bedeutung in einem anderen Kontext sprachlich zu fassen. Und es gibt so Sachen, ich will mal was aus der Alltagssprache nennen, Flaschenhals. Da ist das so eingebacken in das Wort, das kommt uns so selbstverständlich vor, dass wir gar nicht mehr drüber stolpern. Ja? Also wir denken ja, wenn wir das Wort Flaschenhals verwenden, nicht mehr daran, dass das, ja, das ist das dünne Ding auf einem menschlichen Rumpf, ja, aber ja, es ist, eine Flasche hat gar keinen Hals, es ist übertragen worden, um das anschaulich zu machen für uns. Und tatsächlich ist es so, dass Sprache ganz, ganz stark über Metaphern funktioniert, die sind überall, ja, es gibt sogar so bei so den SprachwissenschaftlerInnen, bei den Philosophen, Leute, die sagen, das ist ein Hauptmotor dafür, wie Sprache überhaupt funktioniert und sich begrifflich auszudrücken, wenn nicht das Wesentliche, ja, dass wir immer hin und her irgendwelche Bedeutungen irgendwoher uns schnappen, sprachliche Konstrukte, die es für andere Bedeutungen, also in anderen Bereichen schon gibt. Und da könnte natürlich was dran sein. Es gibt natürlich auch, als wir bei der Vorbereitung dieser Show hier waren, hatte Henning mal den lustigen Scherz gebracht, das könnte ein Quantensprung für den Forschungsstrom werden, das Thema mal zu behandeln. Das ist sehr witzig, weil es sozusagen aus einem Wissenschaftsbereich in den Alltagsgebrauch gekommen ist und die Bedeutung falsch ist, ja, also Quantensprung ist ja was in Wirklichkeit irgendwie die ganze Zeit stattfindet auf einer Ebene, die super winzig klein ist und gar nichts, also gar nicht der sinnlichen Wahrnehmung direkt zugänglich ist oder so. Und wir verwenden das Wort aber so als Sache, die ganz großartig ist und eine ganz große Veränderung oder so, ja. Aber das ist eher die Ausnahme. Dann gibt es so interessante Fälle wie, bevor ich jetzt auf die interessanten Fälle eingehe, ich will euch ganz kurz was vorstellen aus der Forschungsliteratur zu dem Thema. Schließlich sind wir hier der Forschungsstrom.
Ich habe euch drei kleine Quellen mitgebracht. Ich hau die drei Links hier auch gleich mal rein. Und eine Quelle ist total faszinierend. Und zwar ist das eine Sache, die mir schon im Soziologiestudium in den 90er Jahren mal begegnet war. Das ist eigentlich ziemlich famous. Manche von euch werden das vielleicht kennen, nämlich die Geschichte des Begriffs natürliche Auslese. Also es gibt im 19. Jahrhundert ja den Darwin, der wirklich die Biologie mit seinem Evolutionskonzept in einem bestimmten Bereich echt umkrempelt oder so. Und es gibt diese interessante Sache, dass er dort einen Begriff, der ganz klar aus dem Bereich kam, zunächst mal Menschen verabreden sich nach bestimmten Normen unter bestimmten ökonomischen Zwecken, Tiere zu züchten, nimmt da rein in die Erklärung dafür, wie die Natur funktioniert. Ja? Also er nimmt Auslese und kombiniert das mit dem Begriff natürlich. Und auf einmal hat das eine ganz andere Bedeutung. Also er hat dann auf einmal so ein Natursubjekt, was die Auslese trifft. Und in der Literatur wird es so diskutiert, dass da Darwin von seiner Erziehung her selbst Christ war, sogar Theologe war eigentlich, und sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat, ob und wie er mit seinem christlichen Glauben das noch kombinieren könnte, was er da Neues rausgefunden hat, das nicht ganz zufällig ist, weil er auf einmal eigentlich das Konstrukt von so einem Schöpfergott so sprachlich wieder ein bisschen zulässt oder ein bisschen reinführt, weil er eigentlich mit der Metapher, also bewusst oder unbeabsichtigt, sowas hat wie die Natur als Subjekt, die eine Auslese trifft, ja, was ja nicht der Fall ist. Also es sind ja sozusagen Mechanismen, die sich einfach abspielen. Und da kommt eine Sache zum Tragen, die für Metaphern, wenn sie in der Wissenschaft gebraucht werden. Und wie wir am Anfang gesehen haben, sie werden auch in der internen Wissenschaftskommunikation, wohl nicht nur in der externen Wissenschaftskommunikation, sondern sie werden in der internen Wissenschaftskommunikation ständig gebraucht, ja, haben wir eine sehr interessante Ambivalenz. Das eine ist, die sind unverzichtbar. Ja. Metaphern sind wahnsinnig praktisch, um Sachen in den Kopf zu bekommen. Und geradezu, ohne groß darüber nachzudenken, erschaffen wir ständig neue. Ja. Das ständig Neue erschaffen, Entschuldigung, eine Anekdote wollte ich noch einfließen lassen. Das kleine Kind von Freunden von mir hatte bei dieser einen Fußballmeisterschaft, wo neulich dann die Leute immer diese schwarz-rot-goldenen Dinger über ihre Rückspiegel am Auto gezogen haben, gesagt, oh, guck mal da, die Ohren von dem Auto. Die Erwachsenen haben herzlich gelacht, weil sofort klar war, mit den Ohren von dem Auto meint das Kind die Rückspiegel, ja. Aber die Anekdote zeigt, also zumindest bei Kindern, bei denen das Denken noch nicht so verbaut ist wie bei uns Erwachsenen, die noch so ein bisschen kreativer und assoziativer sind, die denken sich ständig so einen Quatsch aus. Und das zeigt eben, wie schnell sowas Neues entsteht. So, jetzt aber zurück zum Ernsten. Was also dieses Ding mit der natürlichen Auslese zeigt, ist Folgendes. Die Metaphern brauchen wir, sie sind absolut alltäglich, auch innerhalb der Wissenschaft. Aber das Problem ist jetzt, sie bringen ein Gepäck mit, ja. Und man muss sich manchmal Gedanken darüber machen, was, wenn man eine Metapher aus einem, also einen Begriff aus einem ganz anderen Bereich nimmt und sie somit als Metapher verwendet, ja, was damit so alles einhergeht und was man da mitschleppt. Bei dem Darwin-Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts kann man ja erstmal drüber schmunzeln und sagen, naja, okay, nehmen wir in Kauf. Wenn man heute diese Bücher von Darwin liest, das ist total, also da geht, das ist eine Sprache, die wir so heute in der Wissenschaft nicht mehr, die uns nicht mehr begegnen würde, die wir nicht mehr verwenden würden. Aber wir nehmen das in Kauf, weil das sind ja wichtige neue Einsichten gewesen. Und wenn da so ein Stückchen christliches Denken drin steckt, sei es drum. Aber jetzt passiert Folgendes. Und es gibt einen Text von Masen und Weingart 1995. Die haben viel darüber geforscht. Das sind Wissenschaftssoziologen aus Bielefeld gewesen. Die sagen, naja, was dann mit Darwin passiert ist, ist Folgendes. Diese Begriffe, natürliche Auslese und andere Begriffe, sind von der Biologie dann wiederum zurück als Metapher in die politische Sprache gekommen. Ja? Also solche Konzepte wie natürliche Auslese, das Überleben des Stärksten und so weiter, haben im politischen Diskurs bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine Wahnsinnsbedeutung gehabt. Ja? Also zum Beispiel die Vorstellung der Natürlichkeit von Marktwirtschaft und von Konkurrenz wurde eigentlich damit hergeleitet. Ja?
Oder, und da wird es dann so ein bisschen offensichtlicher, in welche Richtung das gehen kann und was krass ist, auch rassistische und eugenische Vorstellungen wurden unterlegt mit den eigentlich zunächst mal von Darwin damals im 19. Jahrhundert gar nicht unbedingt so gemeinten Begriffen, die er geprägt hat. Also das heißt, wir haben auf einmal so einen Metaphern-Ping-Pong. Ja? Also Darwin nimmt Begriffe aus solchen Bereichen wie Tierzucht oder so in die Erklärung von biologischen Zusammenhängen rein und die kommen dann zurück in die Gesellschaft und mit dem Wahrheitsanspruch, mit dem wir es in der Wissenschaft ständig zu tun haben, wird das auf einmal für politische Dinge genutzt. Ja, ja, diese Sozialdarwinismus-Schiene. Ne? Mhm, ja. Genau, genau. Und das ist eben eine ganz interessante Geschichte. Und darauf wollte ich euch eigentlich aufmerksam machen. Es gibt eine dritte Quelle, noch eine dritte Sache, die ich euch gleich als Link nochmal reinposte. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut, was es so an aktueller Literatur gibt in der Kommunikationstheorie oder in der Kommunikationswissenschaft zum Thema Metaphern in der Wissenschaft. Und das ist ein jüngerer Artikel, den ich dann noch entdeckt habe, der mir ganz interessant zu sein scheint, von einer Mikrobiologin aus den USA, die also darauf aufmerksam macht, dass dieses Ding nicht nur Darwin passiert ist, sondern dass es immer wieder passiert. Ja? Und gerade mit Begriffen, also oft haben wir es bei Metaphern mit Begriffen zu tun, die kommen aus dem Bereich Menschen, menschliche Handlung, Sport, ja, also alles Mögliche ist ein Rennen und Sprünge und so. Kennt ihr, ja. Tiere kommen oft vor in Metaphern, ja. Und das sind alles Dinge, die sozusagen eng dran sind an unserem Erfahrungsbereich, die wir alle kennen von Kindesbeinen an, ja, und die besonders naheliegend sind. So, das führt aber auch dazu, dass immer wieder, auch nach Darwin, immer wieder Leute unabhängig voneinander den Fehler gemacht haben, sehr diskriminierende Begriffe reinzunehmen und auch ohne es zu beabsichtigen, ohne es gezielt mit einer bösen Absicht zu tun, diese Begriffe auch in die Wissenschaft reingeholt haben und ihnen damit sozusagen den Glanz von wissenschaftlicher Wahrheitsfindung gegeben haben. Ja? Also wir haben zum Beispiel, ich will noch mal ein letztes Beispiel kurz nennen, das gibt es sogar als Journal, als Verlagsname eines ganzen wissenschaftlichen Publishers, Frontiers, ja? Also Grenzen, was im amerikanischen Diskurs eine ganz starke Anspielung hat auf eine Glorifizierung eigentlich von Besiedlung des amerikanischen Kontinents, ja, und lauter solche Sachen. Und diese Mikrobiologin sagt also in diesem Stück, und das ist, es ist so eine Art Literature Review mehr, sie hat da keine, also sie beansprucht, glaube ich, nicht da originär mit neuen Erkenntnissen rumzugucken, sondern beschreibt so ein bisschen, wie die Diskussion ist im Moment über den Umgang mit Metaphern in der Wissenschaft. Und ihr Punkt ist ein bisschen, das geschieht immer wieder. Ja, es macht auch keinen Sinn, so eine Art Sprachpolizei aufzustellen, die wie so eine Einfuhr-Auszollbestätigung, die man beim Zoll ausfertigen muss und dann mit doppeltem Durchschlag, oh, darf ich die Metapher jetzt benutzen? Achtung, ich habe gerade eine Metapher benutzt über Metaphern. Nein, aber das hat keinen Sinn. Aber was schon Sinn hat, ist, sich mal in der Lehre damit auseinanderzusetzen, dass es Metaphern gibt, dass es Metaphern in der Wissenschaft gibt, dass es Metaphern in der externen Wissenschaftskommunikation gibt und was so die potenziellen Probleme sind. Und das halte ich für ein gutes Argument. Ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir diese Reflexion, was da passiert, also dass es so unabweisbar immer passiert, alltäglich, aber was eben auch die Probleme sein können, wenn wir das reflektieren, tatsächlich. Ich halte es für einen guten Punkt. Die Darwin-Geschichte ist besonders eindrücklich, aber es ist eben nicht die erste und es wird auch nicht die letzte Sache sein, die da passiert, die problematisch ist. Und ja, das war eigentlich der kurze Gedanke, den ich euch mitbringen wollte. Ach ja, eine letzte Sache noch für die Nerds hier. Soll ja einige geben. Das Wort Metapher ist auch eine Metapher, weil das heißt griechisch Metaphor, eigentlich Wechsel von einem Eigentümer, ja. Hat gar nichts mit Sprache zu tun, sondern das heißt einfach, ich nehme etwas, was zu einem anderen Kontext gehört, nehme es in meine Sprache rüber. Also ist Metapher auch eine Metapher. So, okay, das war's erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr da noch Redebedarf habt oder Fragen oder Überlegungen. Gerne her damit.
Ja, danke. Ich würde mich ja vor allem mal interessieren, ob, was jetzt die Leute im Chat, die ja doch sehr viele unterschiedliche Hintergründe haben, teilweise auch wissenschaftliche Backgrounds haben, was bei euch in euren Forschungsthemen oder wo habt ihr, an welche Metapher habt ihr gedacht? Also das würde mich nochmal interessieren. Was ist sozusagen der Klassiker in eurer Disziplin an Metapher? Das würde mich nochmal interessieren, wenn ihr das nochmal in den Chat schreiben könntet. Genau, wenn die das in den Chat schreiben, würde ich gerade mal das hier hervorfischen. Mit überbordende militärische Metaphern, weil tatsächlich musste ich an die denken. Ich weiß nicht, ob ihr mal Meteorologie genauer betrachtet habt, aber wenn ich von Fronten spreche, die vorrücken oder Warmluft, die sich zurückzieht, dann, ich finde das eine sehr militärische Sprache in der Meteorologie teilweise, also mit diesen, mit Luftmassen, die sich über was drüber schieben. Und also das hat alles so eine, erstens eine personifizierende Funktion und zweitens sehr militärische Metaphern, die da angewendet werden. Ist mir immer aufgefallen. Was ich ja in letzter Zeit finde, was sozusagen ein komplettes Eigenleben auch als Metapher gewonnen hat, ist der Begriff Booster. Also es gibt jetzt den Booster sozusagen für die Impfung, aber mittlerweile ist der Booster eigentlich jetzt auch schon etwas ganz Allgemeines, was irgendwie was nochmal besser macht. Also wir brauchen jetzt einen Booster für die Wirtschaftspolitik oder wir brauchen einen oder sozusagen der Booster für deine Finanzplanung oder irgendwie sowas. Also das ist mittlerweile auch schon so ein Begriff geworden, der schon so abgehoben hat. Stimmt, da hast du völlig recht. Also vor allem dachte ich früher bei Booster ausschließlich an Raketen, aber I mean, it's just me. Ja, haben wir denn noch damit Metaphern? Angewandte numerische Mathematik. Ach so, okay. Okay. Ach ja, hier, ja, hatte Turbo-Boost. Aber hatten wir den hier schon? Bäume, Gatter, natürlich Baumdiagramm, Knoten, Brücken, Probleme und solche Sachen, natürlich. Ja, Heptaschon, du hast total recht, nicht? Also Sprache ist nicht nur voller Metaphern, sondern fast alles an Sprache ist eine Metapher. Und bei der Informatik ist es ja kein Wunder, weil da hast du ja keine Natur, auf die du verweist, sondern du hast irgendwelche Strukturen, die nur erfunden sind, nur im Kopf sind, ne? Klar. Ja. Ja, in der Mathematik habe ich mich gewundert, als ich irgendwie dieses Grundstudium in der Mathematik durchleiden musste, dass da auch so, da gibt es irgendwie Gruppen und Ringe und Reihen und Gruppenerweiterungen und das fand ich irgendwie teilweise echt strange, ja. Mhm. Aber was mir nochmal aufgefallen ist, als du davon erzählt hast, Lambert, gerade als es um Darwin ging oder auch um die Zellen oder so, da musste ich wieder an unseren alten Kumpel Ludwig Fleck denken, was dieses Gestaltsehen angeht. Weil sozusagen, du hast zwar einerseits die Metapher, aber wenn die Metapher dann halt im Forscherinnenhirn eingebrannt ist, dann erzeugt sie auch, sobald man etwas sieht, wie zum Beispiel eine Zelle oder irgendein Muster in einer Mustererkennung oder sowas, erzeugt sie sofort halt ein ganzes Bild mit einem ganzen Konnotationsanhang. Und das können einerseits Bilder sein, die man sieht, aber auch halt Begriffe. Also wenn ich einfach nur in der Physik zum Beispiel den Begriff Energie in den Raum werfe, dann ist das für Leute, die irgendwie dann da mal irgendwie physikalisch vorbelastet sind, kommen da gleich ganz viele Dinge mit im Rucksack, zum Beispiel, dass Energie erhalten wird oder dass es verschiedene Formen von Energie gibt, die ineinander umgewandelt werden können. Und solche Dinge sind dann sozusagen in so einem Bedeutungsrucksack gleich mit dabei, auch wenn jetzt die Energie als Begriff nicht unbedingt eine Metapher für irgendwas sein muss. Stimmt, erneuerbare Energie. Das ist ja auch, also ja. Erneuerbar, also das ist ja, das Wort ist an der Stelle gänzlich falsch von der ursprünglichen Bedeutung, was erneuerbar bedeutet. Also man erneuert ja nicht Energie. Stimmt. Das stimmt, ja. Wobei als jemand, der dann irgendwie so textlich, redaktionell arbeitet, ja, die Metapher immer, ist, ja, du kannst, ja. Man kann dann immer mit solchen Klugscheißer-Argumenten kommen, nach dem Motto, Stundenkilometer sind auch keine Stundenkilometer, weil das eigentlich Kilometer pro Stunde sind und Stundenkilometer Stunde mal Kilometer sind. Aber da finde ich dann auch immer, das ist immer so ein bisschen so ein Leserbrief von pensionierten Ingenieuren oder Lehrern, alles Männer, die einem da schreiben.
und das bringt einen auch nicht so richtig voran. Nee, also ich glaube, wenn die Metapher ja auch gut ist oder wenn sie so allen bekannt ist, ist das ja auch völlig legitim, sie zu benutzen. Aber ich finde es natürlich spannend, wenn Lambert sagt, es gibt Metaphern, die sind halt nicht gut oder die kommen aus einer Richtung, wo wir eigentlich nicht hinwollen oder wo wir sie nicht gerne her hätten. Ne? Also das ist halt schon was, worüber man dann nachdenken muss. Aber wobei bei Erneuerbar und Stundenkilometer, das ist natürlich irgendwie nichts. Aber ich denke jetzt mal weiter, das ist natürlich Metaphern sind ein Minenfeld an Missverständnissen. Weil man muss ja sich auf eine Metapher geeinigt haben, um sie zu verstehen. Und schon wenn wir an Sprachbarrieren denken, ist das doch Missverständnisse vorprogrammiert. So, weil wir die Bilder vielleicht nicht verstehen oder weil bei uns das Bild, was die benutzen, gar keinen Sinn ergibt. So, also so kulturell auch Unterschiede. Also ich musste an die einzige Star Trek-Folge denken, bei der ich tatsächlich Staffel und Folge aufzählen kann. Habt ihr erraten, welche? 172. Gestern, heute Morgen. Nah dran. Nein, 102. Es ist Staffel 5, Folge 2, soweit ich mich erinnere. Darmok. Ja. Oh. Darmok ja, und der Nachbar auf Kanada. Genau. Und die haben natürlich Missverständnisse absolut vorprogrammiert. So, ne? Wenn man aus dem Kulturkreis nicht kommt, dann kann man die Metapher nicht verstehen. Also ich glaube, ein typisches, ja, ich stimme dir vollkommen zu, dieser Transfer zwischen Sachen, die dann doch nicht so universell funktionieren, weil sie kulturspezifisch sind, das ist ein Problemfeld. Ein anderes Problemfeld ist, dass Metaphern so oft mit Anthropomorphismen arbeiten. Ja, also irgendwas wird menschenähnlich gemacht, was aber nichts mit Menschen zu tun hat. Und das kann zu Missverständnissen führen, insbesondere dann, und das ist noch die Steigerungsform von Anthropomorph, wenn man Sachen zu einem Subjekt macht, die es nicht sind, oder ein Subjekt unterstellt, wo es nicht ist. Also die Cynthia, wie heißt sie noch? Cynthia Taylor in diesem jüngeren Review-Artikel, ich habe gerade nochmal die DOI gepostet, nennt als Beispiel die DNS, die oft als Blaupause verwendet wird. Findet sie problematisch und sie hat auch Alternativvorschläge, weil Blaupause ist natürlich anschaulich, also zumindest für viele von uns, wir können uns was darunter vorstellen. Es ist nur ein blöder Begriff, weil es ist ja nicht so, dass es einen Konstrukteur gibt, nicht? Der sozusagen auf der einen Seite in seinem Kopf die Vorstellung davon hat, oh, so sollte das Leben sein, und dann getrennt davon eine Blaupause anlegt, um es dann anhand dessen zu bauen oder so. Und das ist das hat immer, also auf Subjektivierung, Anthropomorphismen kann man immer mal gut achten bei Metaphern. Und vielleicht auch Digitalisierung. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Blaupausen, gibt es die noch? Also, oder ist das nur noch der Name? Ja, der Blaupause, ja klar. Heißt, das heißt jetzt Carbon Copy und ist im E-Mail-Verkehr vorhanden. Ich liebe es so sehr. Die Sprachwissenschaftler haben auch so schöne verblassende Metaphern. Carbon Copy ist sowas oder auch Ariadne-Faden. Also ich glaube, wir haben den Ariadne-Faden dieser Forschungsstromausgabe ein wenig verloren gerade. Kann das sein? Ja, schlimm. Gott, ja. Aber dafür kommen hier noch Weisheiten rein. Also zum Beispiel, als ich mit der Mathematik kam, da hieß, sagt das ist hier, geil, das ist geil, ja. Das Kommutativgesetz merkt ihr euch als Kommunistengesetz. Sind alle gleich, okay. Die kann man vertauschen. Ach, je. Naja, okay, gut. Wo man so denkt, so muss ich da jetzt lachen oder. Ja. Der Thema Sprache in der Informatik bedeutet, ja, könnte man auch argumentieren, dass das eine Metapher ist. Das stimmt wohl. Gut, das scheint mir ein Insider zu sein. Ja, eine Programmiersprache. Ja klar, aber wofür ist das eine Metapher? Ist jetzt, wenn du jetzt Python benutzt, ist das eine Metapher dafür, dass du, weiß ich nicht, irgendwo einen gewissen Sozialisations-Background hast? Oder wofür ist es eine Metapher? Es ist, glaube ich, nur, also allein, dass man eine Programmiersprache, eine Sprache nennt, ist schon eine Metapher, damit man versteht, dass es verschiedene Sprachen gibt, die sich vielleicht grundstämmig ähnlich sind, aber ein bisschen unterscheiden. Also Sprache an sich ist eine Metapher. Ja. Glaube ich. So hätte ich es jetzt verstanden. Aber vielleicht mag Hepta schon das noch ergänzen. Ach, guck mal, hier, da kommen ja richtig hier die tollen Sachen. Hast du das von Paul Osch gesehen hier? Machst du es an?
Ja, habt ihr im Zuge dessen schon mal über Ästhetik an sich in den Wissenschaften gesprochen? Sabine Hostfeld hat mal vehement gegen das Schöne in der Physik angeschrieben. Meine Güte, ich glaube, ja, also das ist ein ganz neues Themenfeld. Das ist in der Tat ein Riesenthemenfeld. Ja. Also es gibt halt in der Naturwissenschaft eine Fraktion von Leuten, die, ohne dass es dafür irgendwo einen expliziten Beleg gibt oder so, die halt sagen, irgendwie so, es gibt irgendwie so eine Grundthese wie Occam's Razor, so nach dem Motto, wenn es eine komplizierte Erklärung gibt dann und eine einfache, dann geht halt eigentlich die einfache. Und das daraus kann man implizit auch so sagen, irgendwie, was weiß ich, Theorien müssen möglichst kurz und einfach sein. Und dann sind sie gute Theorien. Mhm. Und daraus kann man also etwas folgern wie, oder gerade es ist mir besonders in der Mathematik und in der Physik oft begegnet, dass zum Beispiel dann Leute, die sich sehr intensiv mit Naturgesetzen auseinandergesetzt haben, dann sagen, dass diese Naturgesetze in der Form, wie man sie dann zum Beispiel mathematisch aufschreibt, eine gewisse Schönheit in sich tragen. Und was dann wiederum zum Beispiel bei verschiedenen Erklärungsmustern für verschiedene Phänomene die durch verschiedene Theorien zum Beispiel erklärt werden können, dann diese Fraktion dahin leitet zu sagen, also die einfachere und schönere Theorie ist eigentlich die bessere und richtige und wir müssen schöne Theorien suchen. Und wenn irgendwas total unschön ist, weil es meinetwegen 38 Dimensionen beinhaltet, dann kann das eigentlich nicht richtig sein, weil es unschön ist. Ne? Und in der Tat, Sabine Hossenfelder hat ein bedenkenswertes Buch geschrieben, was in meiner Wahrnehmung schon ein bisschen eine Minderheitenmeinung ist, aber sich das wahrscheinlich deswegen auch gut verkauft. Dass es eigentlich Quatsch ist, diese Schönheit einfordern zu müssen. Ne? Das ist sehr interessant und hat definitiv was hiermit zu tun, weil es ist also ein Kriterium oder eine Sache, was wir als schön empfinden, ist einfach das Menschengemäße. Ja? Wenn es uns gelingt, allein schon sprachlich oder über ein Bild irgendwie eine Nähe hinzubekommen, zu was, was wir kennen aus dem engeren menschlichen Umfeld, was mit dem menschlichen Körper zu tun hat oder irgendwelchen niedlichen Tierchen, halten wir es sofort für plausibler, ja. Aber es ist dadurch nicht wahrer, ja. Im Gegenteil, wir müssen mitreflektieren, das Risiko, einen Rattenschwanz von falschen Bedeutungen und Implikationen mitzuschleppen, wenn wir diese Abkürzung einschlagen. Also das ist ein Problem mit unserer Ästhetik, wie wir Bilder benutzen und sprechen. Und das ist, wie gesagt, es geht nicht darum, eine Sprachpolizei aufzustellen, nicht? Aber es geht darum, zumindest mal und exemplarisch diese Problemebene auch mal zu denken. Und das halte ich für einen wichtigen Appell. Also. Mir fällt auch gerade auf, dass wir das tatsächlich schon, weiß ich nicht, also wie es in der Schule, kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern, ist doch schon länger her, aber dass wir das im Studium, im Grundstudium schon den Studierenden auch mitgeben. Also mir war immer klar, wenn in meiner Mathe-Klausur eine irrationale Zahl rauskommt, die nicht Pi ist oder E, dann ist das falsch. Also die Lösungen zu den Berechnungen, die ich ausrechnen musste, waren immer schön in diesem Sinne. Eine 0, eine 1, eine Pi, ein 2Pi, Man wird dann quasi schon so ein bisschen mit dem Kopf darauf trainiert, die richtige Lösung muss schön sein und einfach, oder? Ja. Habe ich mir noch gar nicht drüber nachgedacht. Was da auch ein bisschen mit reinspielt, auch wenn es eher von den Metaphern zu den Begriffen hingeht, muss ich sozusagen als studierter Wissenschaftshistoriker nochmal einbringen, Lambert. Also du hast jetzt mit Darwin, Origin of Species, da Mitte des 19. Jahrhunderts so ein Klassiker rausgebracht, wo man aber sozusagen, wenn man da von heutiger Sicht drauf guckt, vielleicht auch Leute, die, keine Ahnung, jetzt in der Biologie zu Hause sind oder Medizin oder Life Science allgemein, was da ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass sich Begriffe halt auch gerade über so eine lange Zeit wie jetzt 150 Jahre halt auch ganz extrem verschieben. Und dass du eigentlich ich hatte eben gesprochen von so diesem Bedeutungsrucksack, der mit manchen Begriffen daherkommt. Du kannst halt nicht, wenn du was über 150 Jahre hinweg zurück betrachtest, davon ausgehen, dass auch selbst wissenschaftliche Fachbegriffe, ob es jetzt dann irgendwie Auslese ist oder Zelle oder Welle oder so, dass die dann über so eine lange Zeit in der Historie betrachtet noch denselben Bedeutungsrucksack haben.
Das ist ein Fehler, der manchmal gerne gemacht wird von Leuten, die sich erstmalig mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigen, dass sie halt unkritisch zum Beispiel so einen physikalischen Begriff wie Energie, nur weil er vielleicht irgendwo in den 1600 irgendwas schon mal von irgendwo wem benutzt worden ist, halt so lesen, wie wir ihn heute verstehen und wie wir als heute naturwissenschaftlich sozialisierte Menschen den benutzen und uns vielleicht auch dieses Bedeutungsrucksackes gar nicht in unserer heutigen Form gar nicht unbedingt immer so explizit bewusst sind. Und das ist halt auch eine wichtige Sache, die man lernt, wenn man halt historisch, naturwissenschaftshistorisch arbeitet, dass man da halt immer sehr kritisch die Begriffe hinterfragen muss und sich sehr bewusst sein muss, dass die überhaupt nicht das bedeuteten damals in den Quellen, was man da liest, im Vergleich zu dem, was wir es heute benutzen. Würde ich dir grundsätzlich zustimmen, aber gerade bei manchen Konzepten von Darwin ist das, soweit ich das durch oberflächliches Lesen mitbekommen habe, sagen einige Wissenschaftshistoriker, dass es diesen Metaphern-Ping-Pong zwischen anderen gesellschaftlichen Bereichen und der Wissenschaft und dann zurück in die Gesellschaft schon gegeben haben mag bei natürlicher Auslese und so. Also es geht auch nicht darum irgendwie, das ist auch im Nachhinein egal, ne, da Darwin eine schlechte Absicht zu unterstellen oder überhaupt irgendwas vorzuwerfen. Das ist erstmal nur eine Beschreibung, was mit den Begriffen passiert ist und dass sie sozusagen geadelt, dadurch, dass sie was mit wissenschaftlicher Wahrheitsfindung zu tun haben, dann wiederum von Leuten benutzt worden sind, um alle möglichen sozialen Dinge zu rechtfertigen oder politischen Dinge zu rechtfertigen. Also, aber generell gebe ich dir natürlich recht, klar, das ist nochmal handwerklich wichtig, wenn man den Leuten gerecht werden will, die Begriffe so zu lesen oder zu versuchen, sie so zu verstehen, wie sie in ihrem jeweiligen zeitlichen Kontext auch verstanden worden sind. Also definitiv. Ja, Begriffsdefinitionen ändern sich. Im Chat tobt hier der Streit zwischen zwei mathematischen Schönheitsfraktionen, ob man sozusagen die schönste Gleichung der Welt hier mit Pi schreibt oder ob man die lieber, das ist die andere Fraktion, hier mit Tau schreibt. Wobei da ein Fehler drin ist, es muss durch zwei heißen, nicht mal zwei bei Tau. Aber das ist ein Streit um eine gewisse Schönheit in Gleichungen und den wollen wir hier nicht befürworten. Nee. diesen Streit, diesen Kampf, diesen Wettkampf, um zu den Metaphern zurückzukommen. Sorry, nee, machen wir nicht. Ja, schön, Lambert, vielen Dank. Da hast du uns ein sehr inspirierendes Thema mitgebracht. Absolut. Schön, das freut mich. Viel Gedankenfutter. Damit wären wir bei Informations. Ja, that's me. Wer hätte es gedacht? Oh, muss ich wieder den Downer machen jetzt zum Schluss, oder was? Ja. Gib dir Mühe, Henning. Das muss irgendwas ganz schön Downer-mäßiges sein. Wobei bei Bots kann einiges an Downer-Thema dabei sein. Gut. Ja, gerade am 6. Januar. Den habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich will es vielleicht... Stay tuned, gut. Das ist ein Cliffhanger hier für nach der Werbung. Aber Claudia, mach du zuerst. Ich mache dann mal Werbung. Ich habe heute nur eine Kleinigkeit mitgebracht, weil ich es in letzter Zeit, sagen wir mal so im letzten Dreivierteljahr, ich weiß auch nicht, was da los war, so wenig geschafft habe, mit euch oder mit den Zuschauern hier zusammen zu arbeiten und zu lesen. Ich habe ja sonst immer gerne mal Fuzzy Least über Forschungsstrom gemacht und habe Paper gelesen. Und das fand ich etwas schade, dass das in letzter Zeit nicht mehr passiert ist, was aber hauptsächlich daran lag, dass Fuzzy keine Paper gelesen hat. Wenig Zeit. Ich lese im Moment mehr Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Projektberichte. Und da dachte ich, ich nutze die Gelegenheit, wenn tatsächlich mal ein Projektbericht veröffentlicht worden ist, den doch hier dann mal kurz vorzustellen und mal so ein bisschen über die Forschungsarbeit in der Informationswissenschaft zu sprechen. Das ist nur was Kleines, ein kleiner Projektbericht, aber ich finde, man kann mal darüber reden, was wir eigentlich so machen. Und ist das dann aus deinem Studiumskreis quasi, von deinen Studierenden oder von dir? Oder? Genau. Nee, einer der Studierenden. Ja, die machen so Projekte und können darüber natürlich jederzeit publizieren und sie hat das getan. Und deswegen reden wir heute über das schöne Paper, das ich gelesen habe mit dem Titel Schulungs- und Beratungsbedarf von Promovierenden
Promovierenden der Ingenieurwissenschaften an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Mhm. Und ich finde, also das ist was, damit beschäftige ich mich im Moment tatsächlich ein bisschen mehr, so mit dem Informationsbedarf, dem Informationssuchverhalten, dem Publikationsverhalten von Forschenden ja immer, aber mit Fokus darauf, wie machen das ganz bestimmte Gruppen. Weil ich finde es ja immer spannend zu sehen, was haben alle gemeinsam? So, was ist sowas, wo sich quasi alle Wissenschaftsformen, Arten und Farben einigen können? Und wo sind die Unterschiede? Und das ist natürlich für InformationswissenschaftlerInnen und BibliothekarInnen besonders spannend, weil sie natürlich ihre Dienstleistungen, ihre Angebote, das, was sie bereitstellen, Informationen anpassen an ihre Zielgruppe, die sie haben. Und die wollen natürlich dann wissen, was macht denn meine besondere Zielgruppe aus oder wie divers ist die eigentlich? Und ich finde, an dem Bericht kann man schön sehen, wie man sowas mal angehen kann. Also wie finde ich eigentlich raus, was meine Zielgruppe macht? Auch wenn sie super klein ist. Also wir reden hier von Promovierenden in den Ingenieurwissenschaften an Hochschulen der angewandten Wissenschaften. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo da schon etwas drinsteckt, was echt ungewöhnlich ist. Promovierende Hochschule für angewandte Wissenschaften? Genau. Also eigentlich Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben ja kein Promotionsrecht, ne? Es gibt mittlerweile natürlich Möglichkeiten, dass man promovieren kann an so einer Fachhochschule oder einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Nicht nur in Kooperation, also recht üblich ist, dass man dann eben jemanden hat an dieser Hochschule, der einen betreut und zusätzlich jemanden an einer Universität, ne, wo der Titel dann verliehen wird. Es gibt aber auch schon so Kollegs, Graduiertenkollegs, worüber das dann organisiert ist und in bestimmten Ländern oder also Bundesländern ist es auch schon möglich, über andere Wege zu promovieren. Das heißt aber, dass das eine ganz, ganz neue Gruppe von Forschenden ist, über die wir eigentlich noch gar nicht so viel wissen, was die eigentlich so in Arbeitsprozessen machen, wie die arbeiten, wie die publizieren, was brauchen die überhaupt? Ja, wie arbeiten die? Und da muss man sich halt dann mal ransetzen und sich die befragen. Und das ist in dieser Arbeit passiert. Ich schicke auch schon mal den Link rein, bevor ich das gleich vergesse. Moment. Das ist der Link. Genau. Und da könnt ihr euch anschauen, wie sie das gemacht hat. Das ist eigentlich sehr interessant. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail alles vorstellen, aber mal so als ein paar Highlights. Also wir reden hier davon, dass sie eine Zielgruppe hat, die Grundgesamtheit. Die Grundgesamtheit von Promovierenden der Ingenieurwissenschaften an ihrer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das ist Aschaffenburg. Das sind ganze 45 Menschen. Das sind 45 Menschen. Die ist klein, die Zielgruppe, und sie ist neu. Und natürlich ist jede Art der Befragung, die du dann machst, eine kleine statistische Größe. Ne? Also du hast eine überschaubare Menge an Umfrageantworten. Und soweit ich mich jetzt erinnere, ich scroll nochmal runter, genau, haben 18 von 45 tatsächlich teilgenommen. Genau, du kannst eine Kompletterhebung machen. Im Prinzip kannst du das tun. Es ist ja echt eine krasse Chance. Ne? Wann hast du mal die Möglichkeit, deine gesamte Grundgesamtheit abzudecken? Könntest du tun, aber leider haben dann doch nur 18 teilgenommen. Aber es ist natürlich dann schon nah an einer unfassbar hohen Zahl relativ gesehen. Ne? Also 18 von 45, also das ist schon erstaunlich viel. Also, aber es ist natürlich insgesamt eine absoluten Zahlen, eine furchtbar kleine Zahl. Und die müssen jetzt dann quasi die Fragen beantworten und so erklären, was beeinflusst sie eigentlich, wie schreiben und publizieren sie eigentlich, was haben sie selber für eine Einschätzung, brauchen sie überhaupt Beratung beim Informationen suchen oder beim Publizieren oder brauchen sie Schulungen? Und deren Antworten, ne, auf diese Fragen und deren eigene Einschätzung wird dann genommen, um daraus abzuleiten, was wollen wir eigentlich künftig in der Bibliothek, in den Informationseinrichtungen anbieten. Und dann kommt, weil Promovierende wechseln ja,
in ein, zwei Jahren, wenn dieses Programm steht und wenn die Beratungen stehen, kommt eine neue Generation, vielleicht neue 45 oder dann sind es 50 oder 60 und dann muss sich dieses Programm bewähren. Und ich finde das total spannend, weil man dann sieht, okay, wir fangen mit so einer Grundgesamtheit an, befragen die und finden zum Beispiel raus, dass die ganz, ganz viel, das ist hier so ein Ergebnis, Beratungs- und Schulungsbedarf bei sich selber sehen zum Thema Urheberrecht. Und dann, ne, ich kann das nur bestätigen aus meiner Praxiserfahrung. Die haben keinen Schimmer davon. Und es ist gut, dass sie das einsehen. Das ja. Muss ich noch sagen. Genau, also die sagen das. Aber dann scheint das ja nicht, wenn das, du das mit deinen Studierenden erlebst und die, dass du da in Aschaffenburg mit den IngenieurInnen erlebst, dann scheint das ja auch sozusagen unabhängig vom Studienfach oder zumindest über mehrere Studienfächer so zu sein. Ja, also ich kenne es noch aus Jülich, dass das ein gemischtes Wissen, also ein Gemischtwarenladen an Wissen bei den verschiedenen Fachrichtungen. Wobei es natürlich einige Fachrichtungen gab, wo das Wissen deutlich höher ist. Also mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, wenn man jetzt mal nicht mehr die Ingenieurwissenschaften im Fokus hat, sondern vielleicht die InformatikerInnen oder einen anderen Bereich, wie das da ist. Also ich glaube jetzt die Rechtswissenschaftler, die braucht man da jetzt nicht, also die brauchen da wahrscheinlich keine Beratung. Aber ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, weil ich habe den Eindruck, aber das kann man jetzt ja natürlich nicht validieren, dass IngenieurwissenschaftlerInnen sich schon sehr früh mit dem Thema auseinandersetzen müssen, weil sie sehr viele Industriekooperationen haben. Und da immer die Frage aufkommt, wem gehört denn jetzt eigentlich Daten oder wem gehört die Publikation? Und da sind so Fragen, die zum Urheberrecht und zum Copyright gehören, relevant. Ja, aber es ist dann eine Frage, ne? Wir nehmen das jetzt an, wir finden das jetzt raus, wir konzipieren da jetzt vielleicht Beratungen basierend auf dieser Umfrage. Und dann ist so die Frage, ob das dann in 3 oder 4 Jahren immer noch so ist. Und dann müssen wir wieder eine Umfrage machen und wir müssen unsere Zielgruppe wieder analysieren und schauen, hat das gefruchtet, ist es gut, müssen wir das beibehalten oder ist es tatsächlich jetzt so, dass sogar schon Masterstudierende irgendwann diese Information mitbekommen und wir es vielleicht gar nicht mehr bei Promovierenden anbringen müssen. Das ist, finde ich, ein total spannendes Feld, solche Umfragen für so besonders kleine Zielgruppen. Aber es lohnt sich total, weil ich glaube, diese Zielgruppe fühlt sich ja auch total gesehen und repräsentiert dann in den Ergebnis, was passiert. Weil man kann ja wirklich sehr genau auf die Zielgruppe zugehen und sagen, okay, ihr habt uns das genannt, wir bieten euch das jetzt auch an. Ja. Deswegen fand ich die Studie so schön, also dieses Projekt und die Umfrage. Und ich lege sie euch nicht zum Lesen ans Herz, würde ich jetzt sagen, weil es ist schon sehr zahlen- und datenlastig, aber es ist ein total interessanter Themenkomplex, ein total spannender Forschungsbereich, mit dem ich relativ viel zu tun habe. Und falls ihr mal wissen wollt, was ich so den ganzen Tag lese, dann könnt ihr das euch anschauen und überlegen, wie gut ihr dieses Projekt findet. Du hast jetzt gesagt, das ist ein Projektbericht und eben hast du auch Studie gesagt, aber das ist eine Studentin. Aber ist das sozusagen jetzt, kann man das sozusagen in zwischen Hausarbeit und Bachelor- und Masterarbeit, kann man das irgendwie so als klassifizieren, was das ist, was sie da veröffentlicht hat? Also die müssen ein Projekt machen, ein Praxisprojekt in ihrer Zeit im Studium. Ne? Das zählt auch zu den Punkten. Ah. Und da gibt es natürlich eine Prüfungsleistung. Das ist entweder ein Projektbericht oder ein Fachartikel. Und in dem Fall wurde ein Fachartikel geschrieben, der natürlich die Inhalte des Projekts wiedergibt, aber im Gegensatz zu einem Projektbericht nicht die Projektplanung beschreibt oder die Zeitplanung und so weiter. Das heißt, die Prüfungsleistung war ein Fachartikel schreiben. Also war cool, dass du dann während deines Studiums da gleich schon mal richtig eine wissenschaftliche Publikation mit einer DOI schon mal absahnst. Ja. Nicht schlecht. Ja, also man muss natürlich festhalten, dass in diesem Studiengang viele sind, die schon einen Masterabschluss haben oder Leute, die promoviert haben, machen auch diesen Studiengang nochmal, die schon ein bisschen Erfahrung damit haben. Aber ja, ne, es gibt auch einige, die es nicht haben und für die ist es super. Ja. Ja, man kann auch beim Überfliegen, finde ich, schon sehen, dass es da so eine Reihe von ähnlichen Studien gibt, zumindest andere, die auch versuchen haben, anscheinend rauszufinden, was die Benutzer da brauchen oder so in so ganz bestimmten Bereichen. Und
dass sich da wechselseitig aufeinander bezogen wird oder so. Und dann merkt man, okay, dann fängt es an, irgendwie auch Sinn zu machen, oder? Ich meine, wäre blöd, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt publiziert, aber das wird nie jemand zur Kenntnis nehmen und darauf aufbauen oder so. Ne? Aber das ist jetzt wirklich schon so, das sind schon so eine Art Fragen, wo das anscheinend passiert. Das ist klasse. Ja. Also meinen Projektbericht habe ich auch veröffentlicht, aber den liest niemand. Die Zielgruppe wird außerdem weiter wachsen. Ja, ja, genau. Es wird nämlich auch tatsächlich demnächst immer mehr werden mit eigenständigen Promotionen von den forschungsstarken Hochschulen der angewandten Wissenschaften. Deswegen ist es halt wirklich was, das müssen die Bibliotheken dieser Hochschulen als neue Zielgruppe begreifen und verstehen. Also Universitätsbibliotheken kennen sich damit aus. Die haben schon immer große Kohorten an Promovierenden durchgeschleust. Das ist eins deren Kerngeschäfte. An Hochschulen für angewandte Wissenschaften waren es Studierende. Und das ist jetzt etwas, was sich verändert. Und deswegen braucht es eigentlich noch viel mehr von diesen Studien. Und zwar kann man es natürlich ausweiten auf mehrere Fachgebiete. Man kann es aber auch auf andere, also gezielt auf andere gehen. Ich weiß nicht, ob man mal vergleichen sollte zwischen den verschiedenen Hochschulen, ob es da Unterschiede gibt. Was kann man vielleicht gemeinsam machen als diese Hochschulen für angewandte Wissenschaften? Also total spannend. Und ich möchte noch diesem Kommentar zustimmen. Genau, es ist der MALIS-Studiengang. Master in Library and Information Science. Genau. Aber das hast du jetzt auch mitbetreut aus Köln für die Studentin da aus? Achso, okay. Also ich habe es nicht selber gelesen. Weil es spannend ist. Also was ich total spannend finde, also das Projekt war vor meiner Zeit, also das ist quasi schon betreut und bearbeitet gewesen, als ich dann angefangen habe. Die Selbsthilfegruppe LaTeX hat noch eine Frage. Ja, it's true. Also das ist übrigens Informationspraxis, die Zeitschrift, die ihr da seht. Das ist, die machen Open Peer Review mit so einem coolen PDF-Kommentarfunktionstool. Da habe ich meinen Drosten-Artikel veröffentlicht auch drin. Ist ganz spannend, könnt ihr euch mal ansehen. Also die bieten dann immer, also kann man immer mitmachen, wenn man möchte und kann so ein Open Peer Review sich beteiligen und kommentieren. Ja, aber die Techen. Beziehungsweise machen die Markdown Pandoc Tech. Der heiße Scheiß. Was ist denn Pandoc? Das ist oh Gott, wie beschreibe ich das jetzt? Es macht tatsächlich aus dem Markdown verschiedenste Formate. Du kannst damit dann ein Word-Dokument erstellen, du kannst aber auch ein HTML-Dokument erstellen oder halt Tech draus purzeln lassen. Oder EPUB für den E-Book-Reader zu Hause. Dann genau. Lesen. Ja. Wunderschön. Ja, genau. Das war mein kleines, feines Thema. Und ich hoffe, dass ich demnächst öfter mal wieder Zeit habe, sowas zu machen. Ja, cool. Ja, aber das war jetzt noch so lighthearted, würde ich sagen. Ne? Also Henning muss ja jetzt dann rübergehen und uns wieder runterziehen, oder? Wieder runter, ja, genau. Genau, ich, bevor ich nämlich gleich vergesse, werde ich gleich als allererstes mal euch hier ein Paper über die OTS mal hier als Link in den Chat tun. Und ich bin drauf gestoßen, denn zwischen den Jahren war ja leider nicht das physische Treffen vom Chaos Communication Kongress, sondern wieder der Remote Kongress. Und da bin ich über einen Talk gestolpert von Florian Gallwitz. Das ist ein Forscher, ich glaube an der TH Nürnberg ist der. Und der hat über Bots gesprochen. Und mich hat das daran erinnert, weil ich war auf einem der letzten physischen Kongresse, wo ich war, habe ich schon mal von Michael Kreil, der ist, glaube ich, Datenjournalist, einen Talk gesehen gehabt. Da ging es auch um Bots. Und darüber wollte ich euch ein bisschen was erzählen. Das ist auch in dem Paper hier dargestellt worden. Und der Florian Gallwitz hat halt einen Talk gehalten. Und ich hatte ihn gefragt, ob ich ein paar Screenshots aus seinen Folien benutzen darf. Und das hat er mir netterweise erlaubt.
Und man kann sich den Talk auch selber angucken und er erzählt natürlich sehr viel ausführlicher, weil das auch seine eigene Forschung ist. Kann ich nur empfehlen, sich den Talk auch anzugucken, aber ich kann hier so ein bisschen als Mehrwert beisteuern, dass ich sozusagen mal ein deutschsprachiges Exzerpt aus seinem Talk hier beisteuern möchte. Und das kann man halt auch in Form der wissenschaftlichen Veröffentlichungen lesen, die ich da eben in den Chat gehauen habe. So, jetzt würde ich gerne mal hier meinen Bildschirm freigeben. Und Claudia, vielleicht könntest du das mal arrangieren, dass das besonders schick aussieht, das kriege ich hin. Dass das gleich besonders schick aussieht. Und mir Bescheid sagen, ob man jetzt schon hier so was sieht. Ja, jetzt sieht man die Kreise. Genau. Und deswegen will ich erstmal darüber sprechen, also wir sprechen über Social Bots und was sind eigentlich Social Bots? Also Bots sind natürlich irgendwie von Robots irgendwelche Automatismen und da hat man oben rechts einen Kreis. Es gibt halt zum Beispiel in Social Media, zum Beispiel auf Twitter, das ist immer so der Klassiker, wenn man das so schön analysieren kann, halt Automated Accounts. Das könnte man sagen, sind Bots, aber das sind noch keine Social Bots. Social Bots müssen es auch sein, dass es in diesem Fall zum Beispiel um politische Inhalte geht. Das ist dann die Blase oben links. Da könnte man aber jetzt sagen, wenn nur Automated Accounts und Political Accounts zusammen sind, dann könnte das auch sowas sein, ein Medium wie Fox News, das seinen Newsfeed automatisiert ausspielt. Also muss noch was Drittes dazukommen und das sind halt hier, sagt er, der Florian Galwitz, Accounts with fake human profiles, also die vorgeben, irgendwie ein echter Mensch zu sein. Und diese Social Bots, die wollen wir halt identifizieren, weil irgendwie ja in den Medien immer viel darüber gesprochen wird, dass es Social Bots gibt und dass die halt den Diskurs mit beeinflussen. Und deswegen meinte ich auch eben, die Referenz 6. Januar bezog sich auf den sogenannten Sturm des Kapitols vor genau einem Jahr mit Trump und so, weil gerade in dieser Trump-Diskussion ja auch viel irgendwie von Social Bots die Rede war, die im Internet halt Stimmung machen. Und der Florian Galwitz und auch damals der Michael Kreil, die haben wollten diese Social Bots erforschen und sind dann auf ein Problem gestoßen. Und dieses Problem, das zeige ich euch jetzt mal hier. Sie haben sich nämlich erstmal gefragt, was ist eigentlich die Definition eines Bots oder eines Social Bots? Und da gibt es halt es gibt so kommunikationswissenschaftliche Studien, die auch wirklich Social Bots analysieren und dann dort halt Paper veröffentlichen in irgendwelchen kommunikationswissenschaftlichen Journals. Die sind auch peer-reviewed. Dann kann man da halt lesen, was die zum Beispiel als Kriterium machen. Und eins dieser Kriterien ist dieses sogenannte Oxford-Kriterium. Das heißt Heavy Automation, also Accounts, die mehr als 50 Mal am Tag was posten. Und das ist natürlich irgendwie, also kann man sagen, es ist jetzt ein Vielposter, aber man kann sich schon fragen, ob das sozusagen wirklich ein eindeutiges Erkennungskriterium für einen Bot ist, wenn jemand etwas 50 Mal am Tag oder mehr postet. Also ich kenne auch Leute, die viel Twitterer sind, die das vielleicht nicht jeden, aber doch an vielen Tagen erreichen. Und das Zweite, was es gibt, um Bots zu identifizieren, sind Dienste, wie zum Beispiel den Botometer. Der hieß früher mal Bot or Not und ist jetzt der Botometer. Und da kann man halt für Twitter insbesondere eintragen und kann sich dann einen Account angucken, ob das ein Bot ist oder nicht. Deswegen heißt das Bot or Not oder Botometer. Und das Problem, was dann aber auftritt, ist, wenn man jetzt hier zum Beispiel in diesem Botometer halt mal einige bekannte Accounts einträgt, also ihr seht dann jeweils so eine Ampel von blau über grün-gelb bis zu orange-rot, also Botometer sagt eigentlich, je höher etwas im roten Bereich ist, also Richtung Skala 5 geht, ist laut Botometer also ein Account ein Bot. Und eigentlich, wenn es so über der Hälfte ist, also über 2,5, dann sagt Botometer eigentlich schon, na, das ist ein Bot. Und das Problem ist, dass dann halt manche Accounts wie Christian Drosten oder auch Joe Biden oder Olaf Scholz halt irgendwie deutlich über den 2,5 oder nicht deutlich, aber manche über den 2,5 sind, obwohl es ja eigentlich keine echten Bots-Accounts sind. Das heißt, man kann sich fragen, wie ist eigentlich die Qualität solcher automatisierten Auswertungen in diesem Botometer. Und da hat dann Florian Galwitz mal erklärt, er hat dann eigentlich mal geguckt, wenn man das zum Beispiel mal über alle Member des US-Kongress, also vom US-Kongress halt drüber laufen lässt, dann sieht man da, dass da halt eine wunderschöne Glockenkurve bei rauskommt.
Wo aber dann sozusagen 50-50 gesagt wird, das sind halt Bots oder es sind keine Bots. Aber de facto sind das natürlich alles Accounts von Menschen oder von Teams, die keine Social Bots sind. Aber es kommt halt bei ungefähr 50% der Fälle raus, dass sie es doch sind. Und wie kommt es, oder hier hat das nochmal, oder das zeige ich vielleicht später nochmal. Und dann hat er gesagt, wie kommt es eigentlich dazu, dass solche Account-Auswertungen darauf hinauslaufen? Und das Beispiel, mit dem er das gesagt hat, also wenn dahinter eine KI steht, die versucht, etwas zu identifizieren, was es in Wirklichkeit gar nicht gibt, dann hat der Florian gesagt, dann tun wir doch mal so, als würden wir mal so eine KI bauen, die das erkennen soll, was jetzt hier ein Bot ist. Oder er hat jetzt hier gesagt, wir nehmen mal Tiere her und gucken, ob wir erkennen, was ein Einhorn ist. Also er hat hier links einen Bereich, da sind verschiedene einhornartige Tiere. Die erkennt man dann daran, dass sie zum Beispiel ein Horn haben oder dass sie so pferdartig aussehen oder vielleicht Regenbogenfarben haben, aber im Prinzip eigentlich eher so weiß sind. Und auf der anderen Seite haben wir Tiere, die sind keine Einhörner. Hier eine Kuh, ein Schwein, eine Katze, ein Hund. Und das ist also das, was ich als Trainingsdaten habe, wenn ich so eine KI trainiere. Und dann muss ich ja dieses System trainieren und das wird dann halt sich irgendwelche Regeln raussuchen, nach denen es halt dann Einhörner von Schweinen unterscheidet. Und wenn man sich das dann zum Beispiel in so einer Auswertungsmatrix anguckt, also er nennt das den Feature Space, dann muss ich halt, ich kann dann zum Beispiel mir die Farbe angucken, könnte sich dieser Bot-Auswerter angucken. Also man würde halt jetzt in diesem Fall sagen, je weißer ein Tier ist, desto eher ist es ein Einhorn. Oder je mehr es hornartige Strukturen hat, desto mehr ist es ein Einhorn. Und das ist dann sozusagen hier dieser Feature Space für die Trainingsdaten. Und wenn man das dann zum Beispiel mal auf alle Tiere, die man sich so vorstellen kann, in der Welt loslässt, dann sieht man halt, dass man dann halt aufgrund dieser Einteilung hier aufgrund dieser Kriterien, die dann dieser Suchalgorithmus halt hat, dann eine gewisse Einteilung von Tieren findet. Und da sieht man dann halt zum Beispiel die Weißheit, also wie weiß ein Tier ist, hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel hellere Tiere eher auf der Seite der Unicorns landen und dunklere Tiere eher auf der Seite der Nicht-Unicorns. Oder Dinge, die ein spitzes Horn haben, also wie ein Storch oder hier ein Schwertwal oder ein Schwerthai oder so, auch eher bei den Einhörnern landen. Und was dann halt rauskommt, ist halt etwas, das, sozusagen, ich habe einen vielleicht sinnvollen Trainingsdatensatz angewendet. Und die Analogie soll halt, oder die Metapher, Lambert, soll halt eigentlich sozusagen zeigen, das Einhorn ist so das, was es nicht gibt und was halt das Social Bot sein soll. Und da kommt dann halt etwas raus, eine Einteilung, die halt völlig beliebig aussieht. Also die Lektion daraus ist sozusagen, Einhörner gibt es gar nicht. Trotzdem finde ich nach diesen Voraussetzungen halt Dinge, die laut Aussage dieses Algorithmus dann ein Einhorn sind. Und da wollte ich nochmal eben zurückgehen zu diesem einen Bild, was ich euch hier irgendwo zeigen wollte. Warte ich's. Also das hier sind zum Beispiel echte Accounts, die es gibt. Und der Florian Galwitz hat dann zum Beispiel diese Leute, die kommunikationswissenschaftliche Forschung gemacht haben und auch wirklich veröffentlicht und peer-reviewed veröffentlicht haben, dann gebeten, ihm mal die Datensätze zu geben. Und dann hat also ein Forscher ihm seinen Datensatz gegeben und da kamen 200.000 Socialbots raus, und die es angeblich geben sollte und über die er dann irgendwelche Forschungsergebnisse publiziert hat. Und dann hat Florian dann daraus irgendwie einen gewissen Prozentsatz herausdestilliert von hier 121 Accounts und hat sich die wirklich manuell händisch angeguckt. Und hier hat er irgendwie 9 von diesen Accounts halt mal im Screenshot dargestellt. Und nach allem, was er gesehen hat, und er hat die dann teilweise auch wirklich angechattet und so gesagt, so, hallo, kannst du mir mal sagen, wo du herkommst, was du machst und so. Das sind halt echte Menschen und die haben vielleicht manchmal ein bisschen komisches Twitter-Verhalten, weil sie zum Beispiel mehr als 50 Tweets pro Tag rausballern. Aber Florian sagt, dass er in seiner Stichprobe von 121 aus diesen 200.000 halt keinen einzigen Social Bot erkannt hat, sondern dass er sich sehr sicher ist, dass das alles Menschen sind.
Und die Conclusio, die dann daraus erzeugt wird, und das war jetzt sozusagen nur ein Beispiel, wo er versucht hat, das zu herauszufinden, ist, dass er, der sich jetzt seit 3 Jahren halt mit dieser Socialbot-Thematik befasst, obwohl es halt gerne in irgendwelchen Zeitschriften, Zeitungsartikeln genannt wird, dass Socialbots so ein Riesenproblem sind, gerade in der politischen Diskussion, gerade beim Thema Trump oder so, dass es ihm nicht gelungen ist, auch nur einen einzigen Socialbot zu finden. Also es gibt kein einziges glaubwürdiges Beispiel dafür, dass es so einen Socialbot gibt. Und das Problem ist halt einerseits, dass es so komische Klassifikationsmerkmale gibt und andererseits, dass halt so Blackboxes, wie zum Beispiel dieses Botometer, benutzt werden und sehr unkritisch benutzt werden anscheinend in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung und das auch wirklich nicht hinterfragt wird, sondern einfach so gefressen wird und das halt zu einem Non-Issue führt, das sich halt über Jahre quasi schon als Meme irgendwie so weiterverbreitet. Und ja, das ist das, was ich mal als Impuls hier mit reinbringen wollte von den Social Bots. Wow, sehr interessant. Krass. Kennt ihr einen Bot, einen Social Bot? Also ich meine natürlich jetzt nicht einen Bot, ich folge ja zum Beispiel dem Schmeichelbot. Ich weiß nicht, ob ihr den Schmeichelbot kennt. Der ist auf Twitter und der schmeichelt einem immer so. Der einmal pro Stunde. Hier ist doch Tobi. Ach so, ja. Ist doch unser Tobi hier. Der schmeichelt auch. Bist du das? Ist das ein Socialbot? Ja, also es gibt schon Bots, aber kennt ihr Socialbots oder? Ja, es gibt ja so Twitter-Accounts wie Das ist witzig, weil. Kennt ihr den? Wo ich mir manchmal nicht sicher bin, okay, also bei. Das ist witzig, weil bin ich mir sicher, das ist ein Mensch, sicherlich. Klar, weil das sehr elaborierte Formulierungen sind und sehr erratisch bestimmte Tweets rauspickt oder sowas. Aber es gibt auch Bots, da habe ich jetzt gerade nicht das konkrete Beispiel parat, die greifen irgendein bestimmtes Wort, was häufig falsch geschrieben wird, raus und machen sich dann darüber lustig, dass es schon wieder jemand falsch geschrieben hat oder so. Ja, der Oberlehrer ist das dann, ne? Der Oberlehrer. Der Oberlehrer, ja. Also wenn du nämlich mit H schreibst, dann gibt es einen. Dann kriegst du vom Oberlehrer ein Reply, dass man nämlich geil. Nicht mit H schreibt. Ja. Geil. Aber ist das ein Social Bot? Nur so als Frage, ist das ein Social Bot? Ich habe immer in meinem Kopf, ein Social Bot soll ja so tun, als wäre er ein Mensch. Er soll ja menschliches Verhalten möglichst genau nachahmen. Und das würde ich jetzt beim Oberlehrer nicht als okay, gut, ja, gut, alte, weiße Männer, die bei jedem nämlich kommentieren, ja, okay, aber. Einigen wir uns drauf, dass Oberlehrer ein Grenzfall ist, oder? Also da könnte man vielleicht an der Geschwindigkeit, mit der er reagiert, erkennen, dass es. Nein, ach nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Henning, das könnte man auch nochmal besser programmieren. Hast du noch den Link zu dem Vortrag? Weil das ist doch nicht der, an den ich mich erinnert habe. Ah, das wäre cool. Ja, ich hätte nämlich den von 2017 im Kopf, aber das ist ja gar nicht. Das ist ein anderer, den du da hast. Auch von Florian Gallwitz oder von Michael Kreil? Von Michael Kreil. Achso, ja. Super. Genau, und das ist der Vortrag, der jetzt vom RC3 ist, von Florian Gallwitz. Und in der Tat baut er an einer sehr ähnlichen Stelle weiter, was Michael Kreil schon angefangen hatte. Und ich fand damals auch den Talk von ihm echt super. Ich finde das halt jetzt mal so spannend, weil der Florian Gallwitz ist eigentlich, glaube ich, kommt so aus der AI-Ecke und Computer. Also weiß gar nicht, was genau sein konkreter Hintergrund, ob es informatischer oder Computeralgorithmen oder so ist. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie verschiedene wissenschaftliche Kulturen so ein bisschen mit ihren Werkzeugen, die sie benutzen und vielleicht irgendwie scheinbar nicht so richtig hundertprozentig verstehen, dann ein bisschen aufeinanderprallen. Und das scheint also jetzt hier keine kommunikationswissenschaftlich interne Diskussion zu sein, sondern da, wo halt dann die Sozialwissenschaften vielleicht mit den IT-Wissenschaften auch teilweise so ein bisschen so, das habt ihr alles nicht verstanden oder so, nach dem Motto so ein bisschen interagieren. Das ist,
Okay, gewagte Metapher. Es erinnert ein bisschen daran, wie wenn Mediziner Statistik anwenden. Ja. Okay, nein, also ihr wisst, was ich meine. Also es ist ja eine Technik, AI und diese Verwendung von diesen Algorithmen, die das identifizieren, es ist ja eine Technik, die man anwendet. Und oft passiert es, dass natürlich die Sachen angewendet werden und die, die sie erdacht haben, dann nochmal sagen, Leute, ihr könnt es nicht für jeden Zweck nutzen und ihr müsst daran denken, das und das zu bedenken und es gibt Probleme, wenn ihr das anders macht. Und das ist natürlich das, was hier, glaube ich, gerade so ein bisschen passiert und ich finde das super, dass das so detailliert passiert und der dann tatsächlich auch sich die Daten geholt hat und sich das anschaut, was dort eigentlich passiert, ne? Weil das natürlich sehr datengetrieben ist und das finde ich klasse. Das ist nicht einfach nur der erhobene Zeigefinger, sondern tatsächlich das Reingucken. Claudia, ich stimme dir zu. Ich würde es noch einen Ticken mit einer anderen Nuance vielleicht sagen. Mhm. Ich würde sagen, es gibt die Nerds, die sich zum Beispiel bei den CCC-Events rumtreiben und die dann solchen Sachen mal auf den Grund gehen. Und es gibt den Rest der Menschheit, der vielleicht den Fehler macht, einen falschen Respekt zu haben vor Methoden wie Machine Learning, was dann schon fast so ein Bias ist, ja, dass man irgendwie, wenn Leute große Datensets haben und sagen, ich habe mit Machine Learning so und so viel 100.000 von irgendwas gemacht und ich basiere meine Forschung darauf, dass man denen sozusagen einen Vorschuss von Vertrauen gibt, weil sie so vorgehen, während man im Gegenteil eigentlich andersrum vorgehen müsste und sagen würde, wow, wenn du das glaubst, erkennen zu können, lass es uns mal genauer angucken, oder? Mhm. Weil ich, also, es ist nur eine Nuance anders, als du es jetzt gerade gesagt hast, aber es gibt einen massiven falschen Respekt oder fast Ehrfurcht vor diesen Methoden und was man damit anstellen kann, ne? Mhm. Auch also vielleicht dazu ergänzend, da hast du völlig recht, dass es eigentlich ja vom Mindset her vielleicht auch so sein könnte, zu sagen, wir haben jetzt das und das damit gemacht und wir meinen das und das damit erkennen zu können. Jetzt brauchen wir aber Leute, die sich damit ganz detailliert auskennen, die da jetzt nochmal mit einsteigen und draufschauen. Also man kann ja das Preprint raushauen, man kann den Artikel veröffentlichen und dann sagen, ihr seid jetzt eingeladen, schaut da drauf. Debunk my algorithm, was ist daran verkehrt, was können wir hier noch verbessern oder ne? Also einen Dialog damit zu eröffnen. Dafür waren ja auch eigentlich wissenschaftliche Artikel mal gedacht. Nicht zum Vorzeigen und monolithisch, so bleibt es für immer, sondern antworte mir darauf. Ja? Ja, und zwar, was du sagst, ne? Die Expertinnen und Experten müssten darauf antworten. Was mich als Metastudie dazu jetzt mal interessieren würde, das wäre mal was für Kommunikationswissenschaftsnasen, mal zu prüfen, inwieweit das Konzept Social Bot in den großen Medien jenseits der Wissenschaft aufgegriffen worden ist und dies vielleicht dazu beigetragen hat, den Effekt zu verstärken. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, dass sozusagen die Forschenden sich bestätigt gefühlt haben und wow, da sind wir an was dran. Darauf baue ich jetzt mal meine kommunikationswissenschaftliche Karriere auf, ein ausgewiesener Social-Bot-Experte zu werden. Ich werde immer und immer wieder auf diesem Datenset jetzt rumforschen und so. Man wird selbst unkritisch. Es ist jetzt nur eine Hypothese von mir gerade, ne, dass vielleicht das Aufgreifen von außen das so eine Welle verstärken kann. Also das Witzige ist, dass Florian Gallwitz seinen Talk genau mit diesen irgendwie nicht wissenschaftsinternen Veröffentlichungen, sondern mit diesen Spiegel Online und The Guardian und New York Times Veröffentlichungen beginnt. Und das ist sicherlich jetzt irgendwie wissenschaftlich nicht streng zwingend deduzierbar, aber es klingt natürlich schon irgendwo, klingt schon nachvollziehbar, dass man, wenn man mit jeder Studie auf Spiegel Online landet, die dann wieder sagt, hier Social Bots machen das Trump-Problem noch größer, dass es dann halt auch ein hippes Forschungsfeld ist, wo man vielleicht weitermacht und wo man vielleicht dann auch durch öffentliche Wirksamkeit halt, weiß ich nicht, ja, Resonanz wird erzeugt, auch innerhalb der Wissenschaft, ganz klar. Ich wollte noch mal ein Beispiel hier reinbringen, was ich nämlich wirklich als eines der wenigen Beispiele sehe, wo man wirklich noch einen Social Bot drin hätte sehen können. Das war ein Experiment, was Microsoft 2016 mal gestartet hat. Das war der Tiebot.
Und gut, ihr erinnert euch noch. Oder ehrlich gesagt, ich habe das nicht so richtig mitbekommen, weil das nur so kurz lief. Das lief, glaube ich, nur eine Woche oder zwei Wochen. Aber ihr nickt so wissend. Habt ihr das mitbekommen und könnt ihr sagen, wie ihr das damals wahrgenommen habt? Im März 2016 muss das gewesen sein. Also ich habe es nicht live auf Twitter mitverfolgt, aber ich habe es danach sehr ausgiebig mal gelesen, weil ich das auch faszinierend fand. Aber ja, ich habe es sogar ehrlich gesagt live auf Twitter gesehen und sehr interessant, sehr furchterregend. Aber hol uns doch mal ins Boot, Lambert. Was war daran interessant und furchterregend? Okay. Ich kann so aus dem Kopf erinnert, die Story, der Wikipedia-Artikel wird da definitiv die bessere Quelle sein. Microsoft hat dieses Ding aufgestellt mit dem Claim, passt auf, das ist jetzt wie so ein Twitter-User, mit dem ihr euch in natürlicher Sprache unterhalten könnt. Wir gucken jetzt einfach mal zu, was passiert. Yeah, Science. Und was dann passiert ist, dass Leute, ich schätze mal, auch wirklich originär Leute aus dem rechtslibertären politischen Spektrum oder so, für die das kein reiner Scherz war oder so, angefangen haben, Thai in rassistische Diskurse zu verstricken und ihm Aufschläge zu servieren. Und irgendwann fing Thai an, dann Hitler zu loben, rassistische Bemerkungen zu machen und so. Thai war einfach ein begieriger Lerner, der in einer ganz originellen, fast eigenständig wirkenden Sprache genau die Inhalte, die ihm serviert worden waren von den anderen Twitter-Benutzern, dann einfach nachgeplappert hat. So. Und das hat Microsoft dazu gebracht, dann relativ schnell dieses Experiment dann auch wieder abzubrechen. Und das war dann Teil. Ja. So habe ich es in Erinnerung. Genau, also im Wesentlichen hast du genau den Wikipedia-Artikel jetzt so wiedergegeben, sowieso steht es da auch drin im Wikipedia-Artikel. Ja. Wobei, dort steht nicht Woche, sondern 16 Stunden. Hm. Echt? Okay, ich hätte okay. Jetzt also, Woche getippt. That was okay. Fast. Ich konnte mich auch, also ich dachte auch so einen Tag oder sowas. Und ich habe gerade gelesen, das war mir nicht klar, dass es eine zweite Version gab, die aber ganz ähnliche Probleme hatte und noch schneller abgeschaltet worden ist. Also sie haben es nochmal ein paar Tage, eine Woche später quasi versucht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was mit den ein oder zwei Wochen im Kopf geblieben ist. Lief nicht besser. Ich habe damit auch mal so ein bisschen experimentiert, weil es gab dann infolgedessen gab es irgendwann mal so eine AI, die man sich so selber basteln konnte. Da konnte man sein eigenes Twitter-Archiv runterladen. Und dann konnte man aufgrund der Tweets, die man schon in den Monaten oder Jahren davor getwittert hatte, sich selber einen Twitter-Bot bauen, der dann diese alten Tweets neu zusammengestöpselt hat. Und ich habe euch hier mal, also eigentlich ist ja mein Twitter-Account Henning Krause ohne Unterstrich, aber es gibt einen Henning Unterstrich Krause. Und das war ein Account, den ich mir mal gebastelt hatte und der dann sozusagen aus meinem alten Archivfundus neue Inhalte zusammengesetzt hat und die dann rausgetwittert hat. Und ich hatte das wirklich nicht im Griff und es gibt da keine Freigabe so. Aber es war eine relativ einfache Sache, also weil im Wesentlichen eigentlich mal zwei alte Tweets genommen worden sind und die wurden dann neu zusammengewürfelt. So Satzanfang 1 plus Satzende 2, so nach dem Motto wurde das irgendwie in meiner Wahrnehmung zusammengewürfelt. Das war ein ganz, ganz nettes Experiment und damals hatten sich einige Leute so Bots gebaut und dann konnte man denen zusehen, was die so twitterten. Und dann hast dein zweites Bot-Ich gesagt, Anzahl der Ergebnisse von Wissenschaft, Öffentlichkeit, Medien sagt, hält Internet auch für das Medium der Zukunft. Hattest du recht, 7 Jahre alt. Komm dann raus, ja. Oh Gott. Ja, es gibt auch, weiß nicht, seit anderthalb Jahren dieses GPT-3. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich kann mal eben den Link hier im Chat posten. Da fand ich die Diskussion darüber auch so ein bisschen besorgniserregend. Das ist so, so eine Art API, über die man von OpenAI antrainierte Sache anzapfen kann und mal ausprobieren kann, ob es gelingt, damit so journalistisch wirkende Texte zum Beispiel zu generieren oder sowas. Guckt es euch einfach mal an. Und ich fand, ohne
tiefer eingestiegen zu sein, die Diskussion darüber ganz merkwürdig, weil es einen heiden Respekt davor gibt und es ganz viele Leute gibt, die wirklich meinen, hey, wow, da muss man jetzt genauer hingucken, ob und wann und inwieweit das journalistisches Schreiben ersetzt oder so. Also, oder ging nur mir das so? Vielleicht habt ihr die Diskussion auch anders verfolgt oder besser verstanden, das kann auch sein. Oder sie ist ganz am Mir sagt das noch gar nichts, aber beim journalistischen Schreiben und Automatisierung, da gibt es auch halt schon wirklich auch eine Historie. Also das hat angefangen mit Wetterbericht natürlich, der sehr einfach, denke ich, aus bestehenden Daten, die auch in definierten Formaten halt über APIs gepult werden können, halt dann sozusagen automatisierte Wetterberichte schreiben können. Es ging dann weiter mit Wirtschaftsberichterstattung und aber auch mittlerweile Sportberichterstattung. Also anscheinend scheint es Programme zu geben, die aus Daten, was bei Fußballspielen in welcher Minute hat welche Mannschaft ein Tor geschossen und in welcher Minute hat es eine gelbe Karte gegeben, dann komplette Spielberichte schreiben können. Und ist sicherlich noch nicht kein Feuilleton-Text und kein politischer Aufmacher, aber man muss gespannt sein, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, vor allem können die ja auch mehr ersetzen. Erinnert ihr euch noch hieran? Das war 2019 das erste wissenschaftliche Buch, das ein Algorithmus geschrieben hat, also dass eine AI ein komplettes wissenschaftliches Buch geschrieben hat. Nee, weiß nicht mehr. Ja, also das ist komplett machine-generated über Lithium, ich glaube, oder war das? War noch Lithium-Ionen-Batterien, genau. Faszinierend. Kann man sich natürlich kostenfrei runterladen. Ihr könnt sich aber auch für teuer Geld auf Hardcover bestellen. Spannend, also ich finde das so ein bisschen wow. Ich würde mal wahrscheinlich irgendwann mal ein bisschen drin lesen, um zu gucken, ob es auffällt, dass das kein Mensch geschrieben hat. Zum Abschluss des Themas würde ich gerne noch mal einmal euch einmal noch meinen Screen teilen und wollte jetzt natürlich zum Abschluss noch mal, dass wir noch mal gucken, wie botmäßig wir eigentlich unterwegs sind. Wow. Yes. Wir sind jetzt hier beim Botometer. Und ich habe hier testweise schon mal angeguckt, also Henning hat, seht ihr das, ein Bot-Score von 0,4 von 5. Ich will natürlich jetzt mal gucken, dass wir, ob wir natürlich jetzt hier Lambert auch mal durchchecken lassen. Das wird bestimmt roter Bereich. Nee, guck mal. Nee, warte. Das wird berechnet. Der lädt noch. Ultra seriös. At Gateway. Oh nee, was ist da los? Das sagt auch schon was auf wieder, oder? Na gut, dann mal hier. Die Kollegen von der Kommunikationsteam der TIB haben mich damit aufgezogen, dass beim Bullshit-O-Meter das manchmal bei meinen Texten anschlägt und ich angeblich bullshittig schreibe. Okay. Ich muss mal vielleicht. Ich teste mal selber Botometer. So. OJP Thiele macht einen interessanten Vorschlag, nämlich diesen Henning-Krause-Account mal zu checken. Das mach das. So, machen wir gleich. Also genau, also was? Lambert 0,7. Bisschen mehr, ja, okay. Leapfrog. So, dann. Habe ich bestimmt gebessert, genau, 0,4 hier. Jetzt wollte ich natürlich. Ja, ihr seid alle viel menschlicher als ich. Ich habe die Take-Home-Message hier schon verstanden. Hier ist es viel menschlicher. Das ist auch wieder was anderes. Strom ist schon mal hier ein bisschen. Aaron hat nur 0,2. Der hat uns noch geschlagen hier. Nicht schlecht. So, jetzt gucken wir nochmal der menschliche Henning. So, und jetzt vergleichen wir mal den Unterstrich Henning daneben. Ja. Jetzt natürlich. Oh ja, okay, nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich eben über den Botometer so gelästert hier und dann. Ja. Okay. Gut, aber es ist ja jetzt auch kein guter Bot. Ja. Das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht haben die Botometer-Leute auch gelernt, ne? Und ihren Kram weiterentwickelt. Das könnte auch sein. Ja, das mag sein, ja. Ja, oder gut, die lange Zeit, irgendwen, die dort nicht mehr getwittert wurde, zählt mit rein. Ne? Also der ist ja jetzt länger nicht aktiv. Oder? Ja, stimmt, ja. Ja, man kann hier so dann jetzt aufklappen und dann kann man hier sagen, obwohl der sagt jetzt hier nicht, seems not active, aber
Ja, Fake Follower, genau. Dann kann man auch noch die Follower davon checken oder so. Self-declared, ja. Also ich glaube, es steht in der Bio, steht auch irgendwas von ich bin ein Bot oder so. Ja. Ah, okay, gut. Ah, ja, gut. Was steht denn ja, da? Lass mich mal gerade gucken. Da steht der Twitter-Bot von Henning Krause. Gut, ja. Okay. Ja, ah, ist ein bisschen verräterisch. Ja, müsste ich mal wegnehmen, das da. Gut, jetzt kann man noch die, weiß nicht, die Followers checken von dem Account. Oder wir hätten ja mal die Followers vom Forschungsstrom-Account, könnte ich ja mal checken. Oh, that's true. Die kenne ich natürlich auch alle nicht, da weiß ich nicht, wer das alles ist. Aber da hier, da schlägt es doch aus. Okay. Also es gibt auch echte, ja. Aber komm, wir wollen doch mal wissen, ob wir als Forschungsstrom-Account, ob wir da so die Follower anzuschätzen sind. 600 oder? Follower oder was wir da haben, ob die überhaupt echt sind. Ich glaube, der macht nur 20 oder so. Okay. Ja gut, aber Okay. Wow, das ist mal Hilfe. Gut, aber was bedeutet das irgendwie? Naja. Not active. Okay. Kann ich auch nichts zu sagen. Kenne den Account nicht. Aber es ist ein interessantes Tool. Definitiv. Vielleicht, auch wenn es nur der Unterhaltung dient, ja. Ja, genau, auch wenn es nur der Unterhaltung dient. Ja, man kann damit halt einfach ein bisschen spielen, ne? Und mal rausfinden, also man kann ja wirklich echte Menschen reinwerfen und gucken, was passiert, ne? Also es ist schon interessant. Oder man könnte auf so eine Meta-Ebene gehen, einen Bot machen, der anderen Leuten vorwirft oder sie davon freispricht von dem Vorwurf, Bots zu sein oder genau. So. Genau, du bist doch ein Bot, hier, 4,1. Genau. Ja, genau, also eigentlich, genau, und dazu muss man dann eigentlich noch die Geschichte erzählen, dass natürlich es auch politische Diskussionen gab, wo PolitikerInnen zum Beispiel im Zuge der Urheberrechtsreform, vor ein paar Jahren, da gab es den Axel Voss von der CDU im Europaparlament, der dann also sehr viele E-Mails zum Artikel 13, war es damals noch, wurde dann später umbenannt in Artikel 17, bekommen hat, die von Gmail-Accounts auskamen. Und das hat ihn dann dazu bewegt, also das als das sind alles Bots zu qualifizieren. Er hat das dann auch im Europaparlament so gesagt, dass er halt von ganz vielen Bots E-Mails kriegt. Und dann daraufhin haben sich ja Demonstrationen von echten Menschen in dieses, nicht in dieses Internet, sondern in diese Realität, insbesondere vor die CDU-Parteizentrale in Berlin begeben, die dann alle brüllten, wir sind die Bots, wir sind die Bots, wir sind die Bots. Und daraus ist dann auch ein schöner Rap-Song entstanden. Also wenn ihr nochmal Bock habt, ich weiß nicht, wie es da mit den Urheberrechten ist, aber auf YouTube, wir sind keine Bots. Oder wir sind die Bots oder wir sind keine Bots, ich weiß nicht mehr. Mal nachsuchen, das ist auch lustig. Don't look up, just look up. Die Geschichte der digitalen Kommunikation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja. Ein bisschen abzuwandeln. Schön. Ach, das waren ja heute mal hier richtig spannende Themen, die wir drei da hatten. Mensch, Publikum, das sagt ihr auch, oder? Wir haben aufgedreht. Und für wen? Ja. Für euch. Ja. Bin ganz begeistert. Irgendwie, die waren heute, das war ja hier alles, wir konnten so viel quatschen darüber. Da gab es echt, herrje. Und aber das Publikum hat auch aufgedreht. Also der Chat war eine reine Freude heute. Hier kommen gerade, werden noch so rausgehaut irgendwie, dass man einen Bot trainieren könnte, der dem Botometer entkommt. Sehr schöne Idee. Ja, das ist auch schön. Ich habe den Bot Adore Abel gefragt, ob er sie gerade Forschung schon mal Pitch sieht. Sie antwortet, der Gesetzesvorschlag ist so ein Lebensgefühl seit immer. Was? Ja, finde ich eine legitime Antwort, würde ich sagen, oder? Das kann man so stehen lassen. Ja. Genau, folgt nicht nur Adore Abel, sondern auch Adorable. Die genau. Ist auch sehr folgenswert auf Twitter. Genau, die richtige, die. Die echte Adorable. Oh, bitte hebt nochmal die Aussage von Aaron DC mit dem Feuerwerk hier auf dem Bildschirm. Ich kann es nicht. Ich sehe es gerade nicht. Siehst du das denn nicht? Hier, da. Habe ich mich verklickt, ja. Ja, danke, JP Thiele. Stimmt. Ja. Wir hätten auch so ein Fireworks-Willkommen-Move machen können. So. Ja. Ja, kein Downer. Nee. Ja, gut, stimmt. Man muss auch mal Erwartungen enttäuschen. Ah, ja. Genau, du kannst es nicht immer allen recht machen, Lenny. Oh. Heute enden wir mit positiver Energie. Bestes Publikum stimmt. Von allen, bester Co-Host von allen. Es war eine große Freude.
Ja, jetzt müssen wir noch etwas finden, wo wir hinraiden wollen und einen neuen Termin, ja, ihr Lieben. Ja, die Rituale hier nicht vernachlässigen. Ach so, noch vorab eine Frage. Ich spiele ja in meinem lustigen Zweitkanal, Trend geht ja zum lustigen Zweitkanal, Fuzzy Leap Frog, immer noch Games. Und da spiele ich zusammen mit unserem Zuschauer hier Aaron Borderlands mittwochs. Borderlands 3. Und dabei bin ich auf ein Science-Game in Borderlands gestoßen. Also ein Minigame in dem Game, das Science-Game heißt. Ich habe mir nur den Trailer kurz angesehen. Ich würde das ja gerne auf diesem Kanal dann mal spielen. Wahrscheinlich dauert das nur eine halbe Stunde. Aber erwartet in den nächsten 2 Wochen vielleicht dann mal einen spontanen Fuzzy spielt Borderlands 3 auf Forschungsstrom-Stream. Ich bin sehr gespannt. Cool, sehr, ja, schön. Gut, aber dann finden wir doch jetzt ein Datum, oder? Yep. Das müssten wir finden. Der Klassiker wäre der erste Donnerstag im Februar. Das ist der 3.2. Seems legit, ne? 22. Noch, ja, lustiger wäre natürlich der 2.2.22, aber das wäre ein Mittwoch. Ja, das irgendwie, das kommt nicht gut. Das können wir nicht machen, ne? Nee. Nein. Moment, aber seid ihr euch gerade sicher, donnerstags wäre doch der 3.2., oder? Ja, genau. Ja, ja, genau. Aber ja, ja, rein von lustiger, der Zahl, Mystik wäre natürlich der 2.2.22. Okay, nee, verstehe ich. Klar, voll. Mhm. Wir müssten ja aber auch um 22 Uhr streamen. Also 22.22 Uhr, das wäre natürlich das Spiel. Und zwar 2 Stunden und 22 Minuten lang, ja. Mhm. Oh mein Gott. Ja. Aber in welcher Zeitzone? Gut. Okay, also machen wir den 3.2. Okay. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Gut, ich gucke gerade schon, was wir denn hier an Wissenschaft und Technik haben. Letztes Mal war ja auch wieder lustig, was wir da hatten. Ne? Dann da mit diesem, das war doch der LED-Löter da, ne? Genau, hieß der nicht irgendwie Brutzler oder so? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, der hieß irgendwie Brutzler. Ich dachte immer an das Grillfleisch. Hier gibt es noch mehr Terminvorschläge. Gut, aber wenn ihr an irgendwelchen zahlenmystischen Terminen Twitch-Streams aufsetzen wollt, wir freuen uns und gucken euch zu, aber wir sind jetzt am 3.2. Ja, so, ja, ist es. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Also wir haben tatsächlich, oh, den haben wir doch schon vor Ewigkeiten auch mal geradet, den Stegnitz Astro. Der immer sein Programm schreibt, um den Himmel zu beobachten. Ja, das stimmt, da waren wir schon mal. Da waren wir schon mal, ne? Wir haben ja auch noch den Tech-Konstantin, der Live-Strom aus dem Labor. Aber das ist, glaube ich, hier auch mehr so Technik-Labor, also so ein, so. Ja. Was haben wir noch? Oder habt ihr Vorschläge, Chat? Ich frage auch mal Richtung Chat. Ansonsten. Was ist denn da in dem Techniklabor? Ist da gerade eine Szene sichtbar? Ist da gerade irgendwie am Basteln? Warte mal, da gehe ich mal gerade drauf. Eine letzte Meldung noch von Twitter. Also Adora Bell wurde gerade, also Adora R. Bell Bot wurde gerade gefragt, hat dir der Forschungsstrom-Stream gefallen? Die Antwort lautet Smile-Emoji. Drückt mal die kleinen Bohnen. Oh, it's cute. Macht keinen Sinn, aber it's cute. Ein cuter, sinnloser Bot. Nee, das aus dem Labor ist leider nicht sehr ergiebig. Das ist ein Standbild. Dann nehmen wir den Astro, oder nicht? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Lass uns mal bei dem den, dann kommen wir bei, dann haben wir den über 50 Leute, die zugucken, wenn wir jetzt noch dazu crashen. Ja, das ist gar keine, nicht. Das ist auch gar keine so schlechte Idee. So, nehmen wir hier aber erstmal das richtige Fenster wieder finden. Ne, vielen Dank, lieber Chat, fürs Mitchatten. Mhm. Und dann ja, fürs dabei sein, fürs Zuhören, mhm, fürs uns die Treue halten. Jetzt in den Space reden. To Eternity and Beyond. Peace.
Returnity and Beyond, okay, das nein. Alter, also, Spruch aus Toy Story. Wir gucken hoch, oder? Ich würde sagen, Don't look up. Just look up. Okay. Just look up.